So, dann sind wir jetzt bei Tag 4. Die Formalitäten haben wir alle geklärt. Es gibt nur Einheit. Egal, was ich sage oder nicht sage, alles, was ist, ist Einheit. Und dann kommt die Stimme im Kopf und sagt, okay, und was jetzt? Weil es ist ja nur ein Gedanke, alles, was ist, ist Einheit. Und was jetzt? Ja, warum kommt hier überhaupt ein Ich, das sagt, ja, was jetzt? Der ist eine Empfindung, die nicht bewusst wahrgenommen wird. Der ist eine Empfindung von, ich empfinde es nicht so, da fehlt etwas. Aber wenn ich viele Fragen stelle, geht es vielleicht weg, ist die Vermutung. Oder wenn ich keine Fragen stelle, geht es vielleicht weg, ist die Vermutung. Oder wenn ich nur die Energie fühle und die sich langsam in alles ausweitet, ist auch wieder eine Vermutung. Dass ich irgendetwas tun kann, um dem näher zu kommen, ist eine Vermutung. Oder ich kann überhaupt nichts tun, um dem näher zu kommen, ist auch eine Vermutung. Und dann die Krönung. Es gibt gar kein Ich, das irgendwas tun oder nicht tun oder vermuten könnte. Alles ist bereits vollkommen. Wieder eine Vermutung. Die Einheit ist unbegreiflich. Im Tiefschlaf ist noch nicht mal nichts. Und das ist dasselbe, wie was gerade hier passiert, wenn die Menschen ihre Mode zu Betracht stellen. Ne? Wir ziehen uns ja jeden Tag anders an und machen uns immer schicker, oder? Ne? Ist so. Passt doch. Das heißt, reden, kommunizieren, Impulssetzungen. Wenn ich sage, das ist es, nichts ist hier passiert. Das ist schon eine Möglichkeit, so zu kommunizieren. Aber du kannst nur den überzeugen, der selbst überzeugt ist. Und da ist das Sein halt das Prozesssein oder der Prozess, der die Aufmerksamkeit nach innen richtet. Und hier gibt es was ganz Interessantes, was ich auch gerne mal sagen möchte, was vielleicht jetzt ein bisschen untergegangen ist. Dieser spirituelle Prozess, dieses nach innen gehen und beobachten, was man nicht ist, um die Identifikation zu lösen, um nachher die Einheit zu spüren, die nachher in allem aufgeht, sodass da nur noch Einheit ist und dann die Erkenntnis, dass sowieso alles immer das war. Das ist kein Prozess, der dir passiert, den du beeinflussen kannst, den du abbremsen oder den du beschleunigen kannst. Das ist ein absoluter Selbstläufer. Das ist so, wie die Mutter lenkt nach rechts und das Kind sitzt hinten im Auto mit dem Spielzeuglenker und lenkt auch nach rechts und das Kind denkt, es könnte fahren. Überhaupt nichts kannst du beeinflussen, weil es dich gar nicht gibt. Da ist nur Einheit. Das Gefühl zu haben, wenn ich das tue, geht es mir besser, das ist so. Wenn Menschen stark identifiziert sind und halten für eine Minute die Luft an, dann geht es ihnen besser. Weil Negativität braucht Sauerstoff, braucht Energie. Wenn man die Luft anhält, dann schaltet alles auf Notfall und dann fallen erstmal alle negativen Muster ab. Weil dann etwas anderes interessanter wird für den Körper. Aber dass das passiert und dass das wirklich hilft, ist der Selbstläufer, ist Einheit. Es gibt einfach kein Ich, das was tun kann und das nichts tun kann. Oder relativ gesprochen, du kannst nur das tun, was bereits von selbst passiert. Oder es gibt nur das, was bereits von selbst passiert. Alles ist das, was bereits von selbst passiert. Und dann sage ich gehe gleich eine Runde spazieren und mache mir was Leckeres zu essen. Und es ist kein Widerspruch. Keiner. Nichts ist hier passiert und jetzt gebe ich mein Bestes, um hier zu sein. Ist kein Widerspruch. Es gibt nur das, was ist, und das ist, was ist. Punkt. Dual, non-dual, bla bla bla, alles dasselbe. Das heißt, die Empfindung, dass hier etwas fehlt, kann man nicht kompensieren mit dem Nachsprechen, alles ist eins, alles ist Liebe. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Wenn es heißt, es geschehe dir, wie du glaubtest, dann kann man da ganz, also man muss noch nicht mal ein Professor in Deutsch sein. Da steht ja nicht drin, es geschehe dir, wie du denkst. Du glaubtest.
Genau gesagt, wie du weißt. Das bedeutet, mir zuzuhören hat den Vorteil, dass man aufmerksam ist, sonst kann man mir nicht zuhören. Sonst hört man immer nur einen Satz und den Rest nicht mehr und dann philosophiert man zusammen, was ich angeblich gesagt habe. Und die Aufnahmen beweisen, nee, das hat er so nicht gesagt. Also zuhören hat den Vorteil, man muss aufmerksam bleiben. Was ich sage, sind Impulse. Sie können eine Vertiefung, eine Umschaltung bewirken. Ist aber schon das, was passiert. Und was passiert, ist schon Einheit. Aber relativ gesprochen, solange man das Gefühl nicht fühlt, ich sitze hier, weil es sich gut anfühlt, dann denkt man, das ist positiv. Ist es auch positiv. Aber das andere dürft ihr nicht übersehen. Ihr sitzt hier, weil es sich gut anfühlt, weil wenn ihr nicht hier sitzt, fühlt es sich nachher nicht mehr so gut an. Das übersieht ihr. Und das ist das, was hier gesehen werden sollte. Weil es ist nicht normal, dass wenn ihr hier sitzt, das sich gut anfühlt. Wenn ihr dann wieder in euer Leben geht, dass nach und nach es sich verändert. Das ist nicht normal. Eigentlich muss es sich immer gut anfühlen, egal wo man ist und egal was passiert. Weil der natürliche Zustand Freude ist, Frieden ist, Seligkeit ist. Aber solange man hier das Gefühl hat, hier ist es gut und ich genieße es hier, übersieht man meistens auch, dass hier noch ganz subtil so eine kleine Regung, Nervosität ist. Hoffentlich bleibt das jetzt so. Hoffentlich geht das näher nicht mehr weg. Und das ist das, was gesehen werden kann. Im Endeffekt ist es so einfach. Der Ich-Gedanke kann nicht das tun, was ihm empfohlen wird. Er kann nicht diese Einfachheit umsetzen nach dem Motto, wenn irgendetwas unangenehm ist, ich nehme es bewusst wahr und es wird zu dem, was es bewusst wahrnimmt, Einheit. Das kann es einfach nicht. Es will das Leid. Der Ich-Gedanke ist die Vorstufe des Satanismus. Da ist das Potenzial, Leiden haben zu wollen und unbewusst zu genießen, in der Vorstufe von mir aus. Aber das, was kein Gedanke ist, das, was nicht konditioniert ist, braucht nichts zu tun, weil es ohne ein zweites ist. Und das ist das, was zu dem ich hier eigentlich spreche. Aber solange sich das mit dem Gesehenen verwechselt, dem Ich-Gedanken, der denkt, ja, das mache ich doch alles schon, das läuft doch alles schon ganz gut, oder es läuft nicht und ich muss das andere noch schaffen, ist es nicht möglich. Jetzt. Aber wiederum, weil es immer jetzt ist, ist es dann jetzt direkt wieder möglich, nachdem ich das gesagt habe, vielleicht als Impulsansetzung. Man kann einfach erkennen, jetzt fühle ich mich gut. Ja, das ist der natürliche Zustand. Danke. Aber da ist noch was da. Ich fühle mich jetzt gut, hier gut. Und ich mache mir Sorgen, vielleicht was ist später. Und das ist das Gesehene. Und das fängt dann an zu heilen. Und dann ist die Energie nicht mehr etwas, was man fühlt, was man hat und was man verlieren kann. Dann ist diese Energie keine Energie mehr, keine Präsenz mehr, keine Stille mehr. Dann gibt es einfach nur noch Bilder, Wände. Menschen, die gerne lachen, ein Boden, eine Gardine, dann gibt es nur noch das. Und nicht mehr eine Energie gesondert, die alles das hier ist, sondern dann gibt es nur noch all das hier. Am Anfang, ich gebe euch ein Beispiel, damit ihr es vielleicht besser bildlich zuordnen könnt. Am Anfang denkt das Meer, ah, ich bin das Wasser und die Wellen sind das Wasser. Das heißt, die Wahrheit ist das Wasser. Und das Wasser passiert dann scheinbar als Wellen und als das gesamte Meer, als Gegenpol zu einem Fluss oder was auch immer. So, das eine Wasser. Nein. Es gibt keine Wellen. Es gibt kein Meer. Da ist nur Wasser. Das heißt, solange hier eine Energie gefühlt wird, hat man das Gefühl, wow, das Bild ist auch die Energie. Nein, es gibt nur das Bild. Es gibt nur die Wand. Es gibt keine gesonderte Energie, die man fühlen kann, die man verteilen kann. Was ich angucke, ist das. Das ist nicht so, ich gucke jemand an und die Energie fließt drüber. Ich gucke jemand an und da sehe ich nur Energie. Das ist ein Unterschied. Geben ohne zu geben. Das bedeutet, passt gut auf.
auf den Gedanken, alles super. Alles ist schlecht, gut aufpassen. Alles ist super, gut aufpassen. Es kann nicht anders sein, kommt dem am nächsten. Es kann nicht anders sein. Nicht hier Samadhi und alles ist Samadhi, danke, sondern Bild, Wand, Stuhl, Mülleimer, es kann nicht anders sein. Ist nicht übel. Ist nicht übel. Es kann nicht anders sein. Ist besser als so eine Energie, die kommt und geht, wo man immer sagen muss, psst, Kinder, leise, ich fühle gerade die Energie. Ihr stört, ruhig, ich muss die Energie fühlen. Nicht lachen, ich muss die Energie fühlen. Es ist nicht übel. Oh, da lacht einer. Oh, eine Boeing-Notlandung im See. Ja. Es ist alles, alles nicht übel. Das. Ja, und jetzt sind wir natürlich hier und werden wieder einen tollen Nachmittag zusammen haben. Mit vielen schönen Gesprächen, mit wahrscheinlich viel Lachen. Und das, was ich gesagt habe, klang jetzt so ein bisschen streng. Oh, wir waren hier alle so gut drauf und locker und jetzt kommt er hier hin und holt uns alle hier runter, so mit seiner. Nein, das war nur das Intro. Das Intro von der Party. Gute Lieder fangen immer trist an. Gut. Also dann, haut rein, wenn ihr wollt. Ich hätte gleich eine Frage, wo du das gesagt hast mit der Energie, aber du machst doch manchmal so Energieanhebung. Eigentlich ist es doch, ist es dann eine Anhebung, kann man das überhaupt so sagen? Ich sage es so, na, Ja. um zu kommunizieren. Das heißt, wenn man hier hinkommt, hier ist eine energetische Anhebung. Die passiert hier automatisch. Du kommst in den Raum rein und merkst, hier fehlt nichts und alles kommt hoch, was gesehen werden kann und es löst sich auf. Und das hat hier halt eine besondere Wirkung und das ist letztendlich nur so lange besonders, wie das Bewusstsein auf der anderen Seite scheinbar noch identifiziert ist. Sobald die Identifikation gelöst ist, empfindest du es hier nicht mehr als ein Privileg. Dann ist es überall für dich so, weil die Einheit ist ja allumfassend. Genau. Aber zu Anfang scheint es hier so zu sein, dass es hier einfach leichter ist, als wenn du jetzt, was weiß ich, im Kaufhaus bist. Genau. Das hört aber auf. Und so definiere ich es dann als Satsang, Non-Duality Talk, energetische Anhebung, der Frequenzbereich. Um mit den Menschen zu kommunizieren. Was ich rede, ist alles Blödsinn, das weiß ich. Aber ich habe keine andere Wahl. Ich kann ja nicht mit einem Japaner Italienisch reden, ich muss mich dann anpassen. Vielleicht Englisch, können wir uns einen Kompromiss machen. Englisch, Weltsprache. Und das ist das, was ich hier mache. Ich mache dann diesen Kompromiss. Weil das, was das hier gerade alles hört, was da gerade sehr lebendig ist, das braucht nichts. Das weiß. Ich weiß. Das davor scheinbar. Was sich noch getrennt empfindet von dem, was nichts braucht. Das braucht diese Worte. Ich lade dich ein nach Oberstaufen. Wozu? Energetische Anhebung. Ach so, ja, dann komme ich. Na? Wenn ich sage, ich lade euch alle ein, es geht aber um nichts und das sind die Preise. Okay. Nö. Gehe ich eine Pizza. So. Aber selbst wenn ich das machen würde, wären die Leute gekommen. Weil hier geht es um die Frequenz, nicht um die Einladung. Aber es ist halt diese Kommunikation, die stattfindet. Wenn du in einen Buchladen gehst, dann ist ja auch alles eingeteilt. Esoterik, alternativ leben, kochen, basteln, ne? Und so ist es halt. Wir müssen es alles sortieren. Das Schöne ist, sie hat mir nicht mehr wirklich zugehört, weil da war nur noch das hier. Wenn ich jetzt bis morgen weiterrede, sie macht dann nur noch, ja, aber es ist schon längst, ich weiß, es ist schon längst. So machen das die meisten Leute, wenn ich rede. Die sagen, ja, lass den Chen zu reden, der ist nicht jung. Du kannst auch lachen. Ja, aber so herzlich. So. Oh, da baut jemand um hinten. Kühlschrank aus.
Wer kann das denn wohl sagen? Hm. Tja. Ich würde dir gerne was sagen oder Fragen stellen, aber ich weiß gar nicht, was ich fragen könnte. Nee, musst du nicht. Ich habe eben nur als Beispiel in der Einführung gesagt, man kann. Ja. Es kann Vorteile haben, muss aber nicht. Nee, muss ja auch nicht. Nein, nein. Nein, nein. Es hat keinen Vorteil, ich habe schon eben gesagt. Ja. Es hat keinen Vorteil, Fragen zu stellen oder keine zu stellen. In der Einheit, wo es nicht anders sein kann, wo so diese Natürlichkeit so ist, wie es ist, kann es ja keine Vorteile geben. Mhm. Es nur manchmal sehe ich, dass Leute was auf dem Herzen haben und es nicht aussprechen. Ah. Und dann versuche ich so ein bisschen zu provozieren, ich sage, redet doch. Ich sehe es manchmal bei gewissen Leuten, nicht bei allen hier. Aber man muss nicht. Es ist alles 100% freiwillig. Und das Sein ist so, dass das auch noch hilft. Das heißt, man sitzt hier, man spürt, was man wirklich ist. Und dann hilft das, obwohl alles dasselbe ist. Das ist auch nochmal ein Paradox. Weil theoretisch und praktisch braucht das keiner zu machen, hier hinzukommen. Aber es passiert so, weil man nur das tun kann, was letztendlich von selbst passiert. Und es hilft. Das heißt, die Einheit ist so, dass sie mit sich selbst interagiert und sich selbst harmonisiert. In Klammern hilft. Bäume sind Einheit, die Äpfel drauf sind Einheit, wir essen sie und sind satt. Das Sein hilft sich selbst. Der eine hat das Talent, der andere das, der eine das. Und so ist das Sein selbstregulierend in seinen Funktionen als individuelles Menschsein. Und wenn dann klar ist, alles ist dasselbe und nichts fehlt, gehe ich immer noch einkaufen. Und die Sachen, die ich da kaufe, haben andere Menschen für mich vorbereitet. Gehe ich immer noch zur Werkstatt und andere Menschen, die reparieren dann das Auto. Oder gehe zum Friseur und andere Menschen schneiden mir die Haare. Das heißt, es wird nie der Punkt kommen, jetzt weiß ich, wer ich bin. Das Höchste, das Einssein. Ich brauche nichts mehr. Nein, solange du ein Mensch bist, als Menschsein, bist du auch die anderen Menschen als Menschsein. Du bist alles, was ist, als Leben, Menschsein und so weiter. Und Liebe ist dieses Miteinander. Liebe ist dieses, ich liebe, wie kann ich dienen? Und das ist das Schönste, was es gibt, zu dienen. Und dann die andere Seite automatisch lernt dann auch zu dienen. Und dann ist es ein Austausch, ein Wechsel. Wie bei einem gesunden Körper die Organe in Liebe miteinander sich austauschen. Und dann ist der Körper gesund, wenn die Organe funktionieren und sich bewusst miteinander austauschen. Da sagt die Leber nicht, nee, das kostet 100 Euro. Nee, das geht nicht. Und nein, das mache ich nicht, das ist gegen mein Ego, ich mache so. So, dann wird der Körper zugrunde gehen. Die Lunge sagt, nein, die Luft atme ich nicht ein, die ist nicht bio. Das heißt, der Körper ist nicht so dumm. Der Körper sagt, wir sind eins. Wir arbeiten zusammen, wir dienen. Ich diene der Leber, der Niere, ich diene das, ich diene dem Darm, ich diene. Eine Verschwörung zum Dienen, Liebe. Ja. Und nicht, ich brauche, ich will, und wenn ich das nicht kriege, boah, dann kriegst du Ärger. Oder ich bin was Besseres, und jetzt seid ihr alle meine Sklaven und so weiter. Das ist alles. Alles Sesamstraßen. Wegen dem Dienen, genau. Du sagst immer, das Dienen für alle. Also zuletzt ist ja die Aufgabe, dass ich dem Gesamten diene. Was und das ist bei mir dann verknüpft mit der Idee, was zu machen. Wenn ich ja nichts mache, diene ich nicht. Von wegen. Schau, der Punkt ist so, das Problem ist die Sprache.
jedes Wort, was ich sage, ist egal, wie ich das auf die Waage lege, wie ich das lackiere, ich versuche das dahinter zu erreichen. Sobald ich da vorne das erreiche, weiß ich, jetzt muss es durch den Filter. Und das ist schwierig. Dienen ist einmal nicht, dass man sich aufopfert. Dienen ist nicht, dass man was tut, was man nicht will, damit andere es gut haben und man selber bleibt auf der Strecke. Nein, das sind die ganzen Möchtegern-Jesus, die die Welt retten wollen und dann selber nachher zugrunde gehen. Liebe ist, du bist so glücklich, dass du gar nicht mehr das Glück fassen kannst, weil das die Natur von allem ist. Und automatisch liebst du es, zu teilen. Aber du teilst nicht, indem du was gibst und du bleibst auf der Strecke, sondern teilen heißt, du bist einfach glücklich. Und weil du so bist, wie du bist, weil du glücklich bist, profitiert die ganze Welt von dir. Das heißt, du verzichtest auf überhaupt nichts. Im Gegenteil, alles kommt zu dir, was passt. Du hast ein Leben, wo nichts fehlt. Was andere mit Luxus definieren, dass man ein bisschen Geld hat und ein Ferrari fährt. Ich weiß nicht, das ist eine Möglichkeit von Luxus. Aber Luxus ist glückselig sein. Und nicht Dinge definieren, die von Motten und Rost zerfressen werden. Aber es ist etwas, was auch dazugehört. Das heißt, Glückseligkeit ist, dass die auf der materiellen Ebene, auf der psychologischen Ebene, wie du es auch nennen willst, dir wird nirgendwo was fehlen. Du ziehst das an wie ein Magnet, was für dich passt. Für dich. Vielleicht denke ich dann, Seligkeit und die lebt in einer Scheune. Aber für dich ist vielleicht diese Scheune als Beispiel oder irgendwo auf dem Berg zu leben, mit einer Kuh oder wie auch immer, gibt ja manche, oder im Zelt zu leben, das Höchste. Das heißt, du wirst für dich das anziehen, was passt, dir wird nichts fehlen und dann gehst du ganz unschuldig zum Brunnen Wasser holen und die ganze Welt profitiert. Wie du atmest, wie du läufst, wie du dich bewegst, wie du redest oder du redest nicht. Du sitzt still unter einem Baum und veränderst die ganze Welt. Weil das, was du ausstrahlst, im Nichtstun und im Tun, im Handeln oder im Genießen deines Luxus, deiner Yacht, die du dann geschenkt bekommen hast oder gekauft hast, ist zum Wohle aller. Zum Wohle aller ist nicht etwas, was du tust. Wie kann ich euch dienen? Ich sehe euch alle gar nicht. Ich bin einfach natürlich. Und alle sind zufrieden. Würde ich aber hier reinkommen, wie kann ich euch dienen? Hier, mein letztes Hemd, hier, trink du mein Wasser. Dann würde ich hier irgendwann mal sitzen, oh, ich habe Durst, oh, ich friere. Was ist das für ein Dienen? Ich kann ja selber noch nicht mal auf den Beinen stehen. Aber indem ich glückselig bin, weil es nur das gibt, ziehe ich alles an, was ich brauche, sehe nichts mehr, weil nur noch das da ist. Und dann bin ich hier, ohne zu sagen, nichts fehlt, bin glückselig, habe ewigen Urlaub. Und die Menschen sagen noch Danke dazu, weil ich teile, ohne zu teilen. Meine Natur ist es, glücklich zu sein. Und glücklich sein ist, dass du, verstehst du jetzt den Unterschied? Das hat nichts mit Tun zu tun. Ja. Ich kann auch das hier nicht machen. Ich mache das ja hier nicht. Das ist so. Ich kann nicht sagen, soll ich die Menschen einladen zum Retreat, zum Satsang, zum Kurs? Ich kann das gar nicht bestimmen. Das ist das, was einfach passiert. Und wenn es nicht passieren würde, würde ich schön irgendwo am See sitzen, schwimmen gehen. Mir würde trotzdem nichts fehlen und trotzdem würde ich dem Ganzen dienen, auch wenn ich hier nicht sitze und Leute einlade. Dann gehe ich einfach durchs Kaufhaus, dann diene ich trotzdem alleine. Es geht um die Frequenzhaltung, relativ gesprochen. Genau. Verzichten ist immer Ego. Auf was verzichten wollen, um spirituell zu sein, ist das Ego. Etwas haben zu wollen auf Kosten anderer ist das Ego. Aber da ist nur Fülle und nichts fehlt und es kommt, was passt. Und ich lebe, wie es sich lebt. Das ist weder tun noch nicht tun und es ist dienen. Praktisch. Und das war jetzt noch relativ erklärt, weil ich ja immer noch sage, ich glücklich und dienen. In Wahrheit ist nichts hier passiert und es wird auch nie was passieren. Hier ist nur das und das ist noch nicht mal nichts. Jetzt habt ihr zwei Varianten mal gehört für dasselbe. Gut, bei letzterem habe ich gesehen, die erste war vielleicht interessanter. Das Ego ist sehr schlau. Das Ego kann eine Zeit lang die Impulse mögen, die es verstehen kann, um umzusetzen. Und irgendwann mal kann das Ego sagen, nee, ich mag lieber die Dinge, die ich nicht verstehe, die der sagt. Das heißt, das Ego gibt verschiedene.
Manche wollen, dass man denen etwas sagt, wo sie sagen, verstehe ich nicht. Boah, super, hat er wieder super gemacht. Er hat was gesagt, was man nicht verstehen kann. Toll. Es gibt verschiedene. Eine Anschlussfrage. Heute Morgen habe ich so für mich den Gedanken wahrgenommen, das hat aber lange gedauert. Das hat aber lange gedauert. Vor allen Dingen für mich, das war schon ganz interessant. Ich habe heute Morgen für mich wahrgenommen, dass ich heute mal was anderes mit euch rede. Gut, jetzt hat sich schon aufgelöst. Wir müssen ja weiterkommen in der Einheit. Das Gold muss mehr Gold werden und das Wasser muss mehr nass werden. Ja, du lachst, ne? Aber du bist hier. Das aber jetzt habe ich auch nicht zu lachen, das stimmt. Nein, bitte lach weiter. Lach weiter. Das war jetzt die Doppelfalle. Einmal, aber du bist hier und hast du gesagt, ich habe eigentlich nichts zu lachen. Nein, wenn ich gesagt habe, aber du bist hier, lach nicht, hättest du sagen sollen, eben. Mit wachsender Begeisterung. Aufschreiben fürs nächste Mal. Man darf sich von den spirituellen Lehrern nicht reinlegen lassen. Ne? Weißt du, ist immer so. Der größte, heiligste Mensch, wenn der mal was nicht macht, was das Ego möchte, als Beispiel, und sagt das Ego auch, du bist kein Heiliger, du hast nicht gemacht, was ich wollte. Ne? Weil das Ego kann ja auch nicht, also die Dunkelheit kann das Licht ja nicht erkennen. Und wenn die Dunkelheit kriegt, was sie will, wenn sie mal nicht kriegt, was sie will, der ist kein Heiliger. So. Und dann sagt der Heilige, ja, irgendwas muss man ja machen. Ne? Läuft ja nichts im Fernsehen und so weiter. Und da muss man einfach schlagfertig sein. Einfach sagen, ja. Ich meine, ich bin auch hier. Ne? Wieso? Ich bin auch hier. Ja, die Dunkelheit kennt das Licht nicht. Ne? Das Beispiel mit der Sonne. Da ist die Dunkelheit und sagt zu Gott, oh, ich werde verfolgt von der Sonne, sie macht mich fertig, sie will mich umbringen, bitte red mal mit ihr, die soll mich in Ruhe lassen. Und dann die Dunkelheit sagt, ich muss gehen, sie kommt, tschüss, weg. Und dann kommt die Sonne ganz gemütlich und dann sagt Gott, was machst du eigentlich mit dieser Dunkelheit? Die ist total schon nervenkrank durch dich, du verfolgst sie und sie weiß nicht mehr, wo sie hinfliehen soll. Und dann sagt die Sonne, welche Dunkelheit? Ich kenne keine Dunkelheit. Ich habe noch nie Dunkelheit gesehen. Wo ich bin, gibt es sowas gar nicht. So. Die Gedanken, ich empfinde es noch nicht so. Das hier kennt diese Gedanken nicht. Das, was hier vibriert, kennt dich nicht. Deswegen ist es immer so eine Sache, wenn ich sage, ich bin hier, ich bin auch hier und ihr seid hier. Nur weil ich denke, wir sind alle hier, heißt das noch lange nicht, dass wir alle hier sind, oder? Oder? Ja, wir sind hier, weil das Sein so ist, wie es ist. So können wir es auch sagen. Ja, du wolltest was sagen. Nee, ich habe gesagt, kann nicht anders sein. Ah, okay, ich habe was anderes verstanden. Ah, okay. Kann ich etwas sagen, habe ich verstanden. Ach so. Aber so ähnlich, genau, das kann ich anders sagen. Wie geht's dir heute? Nein, dahinter, hinter dir. Genau. Gut, ja?
Anders wieder als gestern? Anders als gestern. Ja. Wechselhaft, ne? Merkst du? Wechselhaft. Immer was gerade passt, kurz wahrnehmen, ne? Und dann ist gut. Also der Gedanke, es ist ständig was anderes hier. Genau. Das ist der Sinn hier, ne? Dass das ja ans Licht kommt, ne? Dann ist es, dann wird es zu Licht, genau. Na super. Sehr gut. Und wie ist der Platz da hinten für dich? Ich habe mich davon so beobachtet gestern, jetzt muss ich mich mal verstecken. So. Ja. Aber ich finde keinen Unterschied. Also ich finde hinten wie vorne. Ja. Es gibt auch keinen, aber gut. Gut. Verändert sich irgendwas, wenn du so schaust wie jetzt? Es wird so still dann irgendwie. Also. Ich hätte vielleicht noch ein, zwei Fragen als Impulssetzung, wenn du möchtest. Ja? Wenn du jetzt so schaust, ne? Sag mal, du hältst so diesen Kontakt jetzt so. Und jetzt warten wir einfach mal zwei, drei Sekunden ab. Ist still, oder? Mhm. So. Gedanken, Emotionen, sind die gerade sehr auffällig oder eher ruhig oder gar nicht da? Ja, ruhig. Ruhig, ne? Mhm. Macht es für dich einen Unterschied jetzt, ob sie ruhig sind, da sind? Also würde es für dich jetzt einen Unterschied machen aus der Perspektive? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich es stellt nicht. Sich nicht die Frage. Oder? Genau. Das heißt, jetzt ist es eigentlich uninteressant, ob Gedanken da sind oder nicht. Da ist nichts, das sie loswerden will, weil keine Identifikation damit da ist. Es gibt eigentlich nur Gedanken und Gefühle, wenn Identifikation existiert. Ohne Identifikation ist es einfach nur das Sein. Das Meer würde seine Wellen nur als Wellen empfinden, wenn Identifikation da wäre. Ansonsten ist es einfach dasselbe Wasser, das sich bewegt. Genauso ist es hier gerade. Ne? Das ist einfach nur diese Stille, wo nichts fehlt. Oder? Fehlt da gerade was? Hast du irgendein Ziel gerade? So? Kannst du dir vorstellen, dass es noch etwas mehr gibt als das? Siehst du? Siehst du mich noch? Das ist eine seltsame Frage. Ich weiß, dass du mich siehst. Das weiß ich, klar, ich sehe dich auch. Aber weißt du, was ich damit, weißt du, was ich dich fragen möchte? Ja, so ein bisschen,
Ja, so ein bisschen, ne? Wenn du jetzt so schaust, ne? Eigentlich siehst du mich nicht mehr so wie aus dem Frequenzbereich du etwas siehst, sondern irgendwie ist nur noch das da, oder? Ja. Ich bin eigentlich nicht verschieden von das, oder? Ja. Und jetzt schau mal neben dir. Sie kennst du ja sehr gut. Ja? Ja. Ist das anders dann? Nein, wenn du genau betrachtest, ist es genauso wie hier jetzt. Es ist das. Das heißt, alles, was du hier wahrnimmst jetzt, die ganzen Menschen, sind doch das. Du nimmst sie noch wahr, aber du weißt, was sie jetzt wirklich sind. Oder die Wand, das Bild, oder vielleicht siehst du den Berg noch da draußen mit dem Balkon. Merkst du? Ja. Alles, was ist, ist das. Ja. Mir fällt dazu vielleicht noch ein, also ich denke mir manchmal, wenn man zum Beispiel Dinge macht, die man total gerne macht, also wo man dann voll im Moment ist. Also bei mir ist zum Beispiel, ich mache gerne Musik und wenn man dann da so zum Beispiel irgendwie vor Leuten was macht und dann ist man dann manchmal so total da drin, dass eigentlich dann alles so wegfällt. Also da ist dann irgendwie nichts. Ja. Man macht es quasi, aber es ist nicht irgendwie, dass man sich dabei fühlt, wie man das macht, sondern es. Genau, da kann ich dir was auch Schönes zu sagen. Es gibt ja nur das, das merkst du doch gerade. Mhm. Du hast doch jetzt gerade nicht das Gefühl, also wenn du nochmal, es muss nochmal kurz einen Anker so, du kannst auch was anderes angucken, nur dass du so einen kleinen Anker hast. Ne? Ja. Du kannst auch jemand anders, das spielt keine Rolle. Das heißt, wenn du jetzt nochmal so ein bisschen kurz, ne, dann merkst du ja, es gibt nichts anderes, richtig? Mhm. So, das bedeutet, aus der Perspektive erinnerst du dich jetzt zurück an die Identifikation. Vielleicht heute irgendwann mal war Identifikation da vielleicht, ne? So, ist diese Identifikation wirklich verschieden von dem gerade? Ist das nicht auch das, was da gerade ist? Ja, in dem Moment. Jetzt, jetzt, ich frag dich jetzt. Nicht dann, dann nicht. Wenn du identifiziert bist, sagst du, ich will da raus. Deswegen bleibst du auch da drin, weil du da raus willst. Du nimmst es ja nicht bewusst an, du willst da raus, also unbewusst. Weil das bewusste Sein will nichts loswerden. Das bewusste Sein liebt einfach, was ist. Und dann hört es auf. Aber das unbewusste Sein sagt immer, ich leide jetzt gerade. Und dann guckt es mich an und will, dass ich dem helfe. Und ich sage, warum soll ich dir helfen? Bitteschön, du leidest, jetzt leide bewusst und gut ist es. So, jetzt gerade ist diese Stille da und nichts fehlt. Und du merkst, es gibt nur das. Identifiziert sein, nicht identifiziert sein, ist schon das Wort Sein drinnen, ist das. Das heißt, das ist immer. Jeder Mensch, ob er jetzt hier bewusst sich hinsetzt und in die Stille geht oder nicht, hat täglich diese Lücken. Mhm. Die Frage war ja, warum beim Musikspielen das manchmal so ist, ohne dass du so eine Haltung einnimmst. Mhm. Weil jeder Mensch hat diese Lücken, jeder. Sonst wäre diese Welt schon längst, wie sagt man, zerstört, runtergegangen oder wie auch immer. Das heißt, jeder Mensch schaltet jeden Tag um, aber er merkt es nicht. Und dazu sage ich gleich auch noch was. Und dann, wenn zum Beispiel jetzt jemand da, was weiß ich was, jetzt Musik spielt und erstmal denkt er, oh, schaffe ich das, ist aber schwer oder mir ist zu warm oder der denkt noch über private Sachen nach, was mache ich heute Abend, wo gehe ich einkaufen. In dem Moment, wo gespielt wird, ist es wie dieses Autonome, weißt du, es geht los. Und dann ist der Frequenzbereich sofort auf nicht denken, nicht identifiziert sein, nicht Gefühle glauben, sondern da ist einfach Energie ins Instrument, die Musik oder was auch immer, fertig. Und danach, abgelegt, ah ja, jetzt muss ich mich wieder um meine Chakras kümmern, dass ich erleuchten kann. So, okay, so, das heißt, jeder Mensch oder der Pilot, der die Maschine landen muss, ich weiß nicht, ob er noch denkt, was er, nee, er muss. Oder der Profisportler, der denkt ja auch nicht beim Elfmeterschießen nach. Esse ich heute mit Tomatensauce oder mit Pesto? Wie esse ich heute die Nudeln? Ich glaube, ne, da ist kurz, erstmal schießen wir das Tor, danach können wir noch überlegen. Und so hat jeder Mensch diese Lücken, weil er es schon ist. Und das passiert automatisch. Und deshalb kannst du bewusst scheinbar da reingehen. Oder es passiert automatisch, wie bei jedem auch, dass wenn du bestimmte Tätigkeiten nachgehst, automatisch der Frequenzbereich wechselt. So. Und daher
gibt es auch noch Menschen, die unbewusst in diesen Prozessen sind und es nicht bemerken. Das heißt, da findet eine Art Vertiefung oder Umbau statt, relativ gesprochen, und man kriegt es nur so am Rande mit. Und jetzt kommt die Krönung von allem. Wenn du unbewusst bist, merkst du das, oder? Du leidest. Du bist identifiziert und sagst, so, wann fängt heute hier die Veranstaltung an? Ich möchte jetzt gern da raus, ich möchte gern wieder diese Weite und Stille. Ne? Dann bist du hier und dann ändert sich der Frequenzbereich. So, übrigens kannst du, wenn du jetzt Musik nochmal machst, da drin aufgehst, kannst du auch noch diese Stille spüren. Das ist in der Regel dann nicht so, weil dieses Automatische ist direkt, da fehlt nichts, da ist nur Musik, wie du es kennst. Aber selbst das kann da auch nochmal so deutlich sein, relativ gesprochen. Wenn du schwimmen gehst, wenn du joggen gehst, es gibt nur das. Das ist überall verfügbar, weil es nur das gibt. Muss aber nicht so sein, weil es ist auch das Nicht-Spüren, relativ gesprochen. Aber jetzt kommt noch eine sehr interessante Frage und da werden vielleicht viele Leute ein bisschen geschockt sein. Geht's bei dir noch? Bist du noch da? Ja. Ich merke, ich habe jetzt viel gesagt und du bist jetzt erstmal am Verarbeiten. Ne? Ich muss dir ein paar Sekunden Zeit geben, dass du noch einmal dich öffnen kannst. Vielleicht schaust du einfach noch mal ein paar Sekunden und du hast ja, vielleicht lade ich das ja auch noch hoch und dann hast du ja noch die hier nochmal zum Nachhören. Es ist also etwas Stilles und Weites, ohne Anfang und Ende, und da drin fehlt nichts, oder? Mhm. Und du bist ja nicht du, die da sitzt und das spürt. Ist das so? Sondern eigentlich ist da nur dieses Spüren, das scheinbar als du passiert oder du auch ist, richtig? Also es ist schon umgekehrt. Nicht du fühlst das, sondern du bist da, weil das da ist. Mhm. Das ist sehr entscheidend, was ich gerade sage. Mhm. Du bestätigst das also? Ja. Okay, wunderbar. Können alle übrigens mitmachen. Diese Stille jetzt. Bemerkt sie sich selbst. Bevor du antwortest, fühl mal richtig rein. Bemerkt sie sich selbst. Ja, das klingt damit also eigentlich nicht, also... Ja. Genau. Ich weiß, dass da viel ist, das jetzt sagt, ja, ja, aber das ist ja schön. In dem Moment, wo dann die Frage kommt, fühlt man das dann wieder so. Also das, ja, so. Aber wenn ich nicht jetzt frage und will nur schauen, dann merkst du es nicht mehr. Ja. Und das ist das Gruselige für die Leute, die das gerne haben wollen den ganzen Tag. Wenn die Stille da ist, dann merkt man, dann weiß man das nicht. Das heißt, das Ego will etwas haben, was es gar nicht bemerken kann. Und dann weint es, dass es ein Versager ist, weil es etwas nicht fühlt, was es eh nicht bemerken kann. Leute, Wahnsinn, oder? Das ist doch der Wahnsinn. Und wenn es bemerkt wird, ist es immer noch das Nicht-Bemerken, weil das, was bemerkt, nicht verschieden ist von dem, was spürbar unbemerkbar ist. Wir wollen es ja rund machen, ne? Also ist es genau wie Tod und Tiefschlaf. Da ist noch nicht mal nichts und es ist nicht übel. Und jetzt wissen wir, warum der Körper K.O. ins Bett geht und wie neugeboren wieder aufwacht. Das ist nicht übel von seiner Wirkung. Das heißt, das Ego hat Angst vor dem, weil es dann nicht mehr ist. Deswegen mag es nicht Tiefschlaf und so, weil dann weiß es nicht, da habe ich ja nichts von. Aber ich habe eine Idee, wie ich das ein Leben lang vermeide. Ich will Tiefschlaf und Tod haben. Präsenz in anderen Worten fühlen. Und so ist man ein Leben lang am Glauben, man ist nicht gut genug, man schafft es nicht zu fühlen. Weil das Ego kann es ja nicht fühlen und schaffen. Und dann auf einmal passiert dieser Unfall. Wumm. Und dann kommt die Kommentierung. Haha, ich hab's doch geschafft. Dann glaubt man der Kommentierung nicht mehr.
dann glaubt man dem Gefühl nicht mehr, ich bin noch da und ich habe es doch geschafft. Und dann ist da nur noch das, wo nichts fehlt und was noch nicht mal nichts ist und gleichzeitig alles ist. Und dann Leben, Tod, Wachen, Träumen, Schlafen, Spekulieren, Wand, Luft, fühlt sich scheinbar alles an und ist doch dasselbe. Dieses Nicht-Bemerken. Wo dann keiner sagen kann, ich bin jetzt hier der große Master und ihr habt Glück, dass ihr alle hier sein dürft. Ja, schon interessant, ne? Aber gut, das Sein ist kreativ. Sowas gibt es doch auch noch, dass das Sein auch manchmal als komisch passiert. Na gut. Sind wir beide ein kleines Stück im Nichts spaziert. Der Spaziergang im Nichts. Das meinte ich zu Anfang, wenn ihr da sitzt und das Sein fühlt, vorsichtig. Man kann es nicht fühlen. Das angenehme Gefühl von Frieden ist keine Erfahrung. Es ist Sein. Nur die Story dazwischen. Oh, das ist so angenehm jetzt. Das ist eine Story. Aber dieses Gefühl von da fehlt nichts, von Frieden, von Lebendigkeit, das ist Sein. Keine Erfahrung. Muss man jetzt die Story loswerden? Die denkt, ich fühle das Sein. Muss man jetzt hier irgendwas machen, damit sich der letzte Schritt löst? Spreche ich mit euch, gebe ich euch Impulse, damit sich der letzte Schritt löst? Nein. Ich spreche und gebe Impulse, scheinbar, um euch zu sagen, so zweifelhaft, wie ihr da sitzt, es ist vollbracht. Jeder, der sich hier nicht freut, hört nicht zu. Jetzt freuen sich alle. Ja, alle lächeln. Alle lächeln. Ich wollte ergänzen, dass dieses, hast du gesagt, dass ich sehe dich, aber sehe dich doch nie. Mhm, genau. Also du bist eigentlich da, aber doch nie da. Ja. Das hatte ich schon, die Erfahrung schon mal gemacht in einer anderen Methode. Mhm. Also wir, ist es mir ein bisschen, ja, komisch vorgekommen, ja. Hat meinen Kopf kommentiert, weil ich das nie kannte, aber dann weiß ich, aha, okay, das ist es, oder ist es auch nicht. Ist eigentlich egal, was der Kopf sagt, der ja. Kopf ist das Beobachtete. Ja. Das heißt, die Gedanken, komisch, das ist es oder auch nicht, ist das hier. Mhm. Genau, aber ich weiß, du willst ja kommunizieren und das hast du gemacht, ja, das stimmt. Die meisten Menschen sagen mir, berichten mir immer, ja, es verschwimmt. Das Bild, das fängt an zu verschwimmen und du verschwimmst so. Du bist da, aber irgendwie verschwimmt es. Das ist so die meiste Beschreibung, die ich so von Menschen bekomme. Ich würde es ja so formulieren, ist aber verschieden bei jedem, dass das, was man spürt, man auf einmal sieht. So würde ich das jetzt einfach mal kommunikationstechnisch erklären, aber es ist alles fehlerhaft, ne? Man kann es ja nicht beschreiben. Ich meine, Form und Energetik ist dasselbe, weil alles dasselbe ist. Aber wenn ich jemanden anschaue oder irgendwas anschaue, das ist Energetik, das ist alles am Leuchten, am Flimmern, am Vibrieren, das ist alles. Jensu, kannst du mal bitte sagen, was du als Erfahrung meinst? Du grenzt das ja ganz oft ab, ne? Ja. Das ist jetzt keine Erfahrung. Ja. Fühlen ist auch keine Erfahrung. Ja. Irgendwie sein auch nicht. Ja. Also ich
höre das so und das ist auch okay, aber ich weiß manchmal nicht mehr, was du mit Erfahrung überhaupt meinst. Hm, kann ich dir erklären. Erfahrung ist einfach, dass du das Gefühl hast, dass dir das passiert. Und solange das Gefühl unbeaufsichtigt ist, dass dir das passiert, ist es Trennung und Suche. Aber wenn das Gefühl, mir passiert das und ich bin hier und hier ist die gesunde Trennung, um als Mensch sein zu können, bewusst wahrgenommen wird, ist das alles Einheit. Das heißt, hier passiert weiterhin, ich bin ich, ihr seid ihr, das Haar gehe ich mir hier rein und nicht da drüben. Das ist diese gesunde Trennung, die bleibt bestehen. Ne? Das sind ja die wichtigen Dinge, die man ja sagen muss in der Spiritualität. Ja. Ja, stimmt, das steht ja so drauf besser. Ne? Ja. Und, aber das bleibt bestehen, um als Mensch sein zu funktionieren, das ist schon sein. Aber es wird halt nicht mehr energetisiert, diese Schwere. Ja, ich erfahre gerade hier, dass Frieden ist, aber der geht immer weg. Und dann bin ich hier und dann geht er wieder, wenn ich hier weggehe. Okay. Warum nur? Das ist Erfahrung. Genau. Das meinst du. Dass da ein Zentrum ist, was das erfährt. Und wieso kann man dieses Zentrum niemals sein, das alles erfährt? Weil es gesehen wird. Genau, weil es erfahren, gesehen, wahrgenommen, genau. Und was erfährt und nimmt das wahr? Das kannst du nicht erkennen. Das wirst du nie rauskriegen, was das ist. Die Unerfahrbarkeit. Das, ja, das können wir so nennen, aber es ist unfassbar. Das, was alles wahrnimmt, hier, das ist es. Nee, das ist wieder das Wahrgenommene. Du kannst das, was wahrnimmt, nicht zum Objekt machen. Und in letzter Konsequenz gibt es nur, das ist ganz wichtig noch, das zu verstehen, in letzter Konsequenz gibt es nur das, eine Zeit lang so, dass das, was wahrnimmt, unerkennbar ist, solange noch etwas unbeaufsichtigt ist. Ich wiederhole, die Möglichkeit zu erkennen, dass das, was alles wahrnimmt, unerkennbar ist, weil man es nicht zum Objekt machen kann, dass diese Möglichkeit, dass sich das so zeigt, besteht nur so lange, wie noch etwas übersehen ist. Ein Basisgefühl von, da fehlt was von mir aus, irgendeine Form. Denn im letztendlichen Erkennen von dem, was man nicht ist, löst sich dieses letzte Zentrum auf, dass es eine Wahrnehmung gibt, getrennt von den Objekten, die man wahrnehmen kann. Dann ist das Sehen und das Gesehene und die Präsenz, alles dasselbe. Und dann sagen wir nicht mehr, ich bin die Präsenz, die die Wand wahrnimmt, da ist nur noch die Wand. Der Verstand sagt, oh, das klingt gut, aber das dauert bei mir noch Ewigkeiten. Also jetzt oder nie. Das Gefühl, das dauert noch Ewigkeiten, kann man doch jetzt fühlen und dann glaubt man es nicht mehr. Und der Gedanke, es dauert noch Ewigkeiten, den kann man doch jetzt sehen und dann glaubt man es nicht mehr. Und dann ist ja klar, da ist nur das, wo nichts wird. Also die Wand, die Heizung, die Flasche und so weiter. Der Zeitgedanke, sich damit zu identifizieren, das Zeitgefühl. Aber ich überlege jetzt erstmal, wie ich es schaffen kann, nicht mehr zu überlegen. Ich überlege jetzt erstmal ganz scharf, wie kann ich es schaffen, nicht mehr zu überlegen. Ich denke jetzt den ganzen Tag, wie kann ich es schaffen, nicht mehr zu denken. Und draußen ist der Presslufthammer hier, die Vögel zwitschern, abends kommen noch die Grillen extra zum Konzert. So viele Anker um... Pum, nein. Ja. Yeah.
Hat so was Indisches auch bei dir so. Die machen immer so nein, wenn sie ja meinen, ne? Ja. Ja, ja doch, wurde mir mal erzählt, ja. Die machen so, wenn sie ja meinen. Oder wenn sie zustimmen, machen die so. Ja, ja, ja. Genau, das ist ein klares Ja. Ja, klar. Ja. Nein. Ich beobachte, was in den letzten Reihen so vor sich geht. Das ist ganz interessant. Da gibt einer heimlich Satsang. Hat seine eigene Gruppe. Sie rennt schon dahin. Guck mal, wie eilig. Guck mal, guck mal, schnell. Guck mal, schnell. Unglaublich. Parallelveranstaltung. Parallelveranstaltung im selben Raum. Vielleicht spreche ich noch mal jemanden einfach an. Frag mal, ob man mit mir reden möchte. Das heißt, ich suche mir jetzt einfach mal Menschen aus hier. Bis jetzt habe ich nur 2 Körbe bekommen. Noch einen dritten kriege. Man muss sich also, ab dem 5. Korb ist man ja erstmal warm. Muss ja erstmal warm werden. Ja, dann geht es weiter. Oh, ich habe mich gerade da hinten im Spiegel gesehen. Aber mit dem rede ich nicht, mit dem Spiegel. Ich sehe mich durch die Scheibe gerade da so gespiegelt. Hab gedacht, wer ist denn dieser Teilnehmer da? Hat er bezahlt. Bestimmt nicht. Italienisch, bestimmt so hier durchgemogen. Mafiosi. Mafiosi, genau. Hast du noch mal Lust, dich ein bisschen zu unterhalten? Ich? Ja. Ja, soll ich sagen oder? Ich frag was. Wenn ich ein Gespräch suche, muss ich ja auch reden, oder? Bitte sagen so, wir reden jetzt. So, erzähl. Ich habe noch gar nicht aufgezeigt, wieso muss ich schon reden. Ne? Genau. Nein, ich hatte eben tatsächlich überlegt, ob ich mich melden soll. Ich weiß, deswegen habe ich auch dich jetzt dran gefragt. Weil ich sehe ja, dass viele Menschen gerne was fragen wollen, aber dann kommt die Geschichte und sagt, es gibt nichts zu fragen. Alles ist das eine. Und dann denkt man halt, dass alles das eine ist. Kochbücher schmecken ja nicht so gut. So, wie geht es dir jetzt gerade hier? Und pass auf, jetzt wenn ich dich frage, wie geht es jetzt gerade hier, meine ich nicht die Gedanken, die denken, dass sie noch nicht gefunden haben. Und ich meine auch nicht die Gefühle, die sich gerade so anfühlen, dass etwas fehlt. Ich frage etwas anders, wie geht es dir gerade? Wenn du jetzt mal die Geschichte weglässt, wie geht's dir dann? Nichts. Ich glaub nicht. Ja. Guck, siehst du zum Beispiel, ne? Das muss man mal gehört haben gerade. Weil wenn ich jemanden frage, wie geht's, dann denkt er direkt an die Schulden oder der denkt direkt da, dass die Frisur nicht sitzt oder was weiß ich was und dann, oh ja, ja, ne? Aber wenn ich einen Menschen frage, was du wirklich bist, was nichts ausschließt, wie geht's dir? Ja. Wie immer. Wie immer, es kann ja nicht anders sein. Da ist dieses. Nicht übel. Genau. So, das heißt, da ist deine Natur, die du bist, ne? Da fehlt ja nichts. Ist still, lebendig, unendlich tief. Ist sie verschieden von dem, was gelöst werden will drumherum? Gedanken, Gefühle und so weiter. Ist diese Stille
wirklich getrennt davon. Nö, es scheint nur manchmal so. Genau. Und dieses es scheint nur manchmal so, ist ja auch nicht verschieden von der Essenz, oder? In dem Moment, wo es so scheint, ist es natürlich... Ja, also in der Realität, ja, jetzt. Ja. Wir reden ja jetzt. Ja, jetzt. Ja. Und gibt es gerade irgendetwas, was wirklich stört im Inneren? Sind da irgendwelche Gedanken und Gefühle, die gerade wirklich stören? Nein, ne? Muss man wirklich diese Dinge alle erlösen und bereinigen? Oder können die einfach jetzt so bewusst wahrgenommen werden? Ja, es wird halt auch immer klarer, dass ich nichts tun kann. Ne? Das passiert alles. Gibt es ein Ich, das was tun das oder nichts tun kann? Nee, also meine, gibt es überhaupt ein Ich, das was tun, was nichts tun, was auch sich besser erklären könnte noch? Gibt es das? Ich meine, hast du das Gefühl, dass hier ein Ich ist, dass das alles hier erzählt? Ist da nicht dasselbe wie hier und da, dass hier einfach nur diese vibrierende Stille ist, wo nichts fehlt und deshalb sind die Worte, wie die Worte sind? Ja, das war das, was mir eben durch den Kopf ging, ob ich mich da melden soll. Ich habe manchmal so, wenn ich eine Behandlung gebe, also es gibt manchmal Leuten eine Klangbehandlung oder auch manchmal einfach nur im Gespräch. Also insbesondere, wenn derjenige da liegt und die Augen zu hat und ich dann selber so in dieser Stimmung, also meditativ unterwegs bin, dass dann irgendwie ganz klar ist in dem Moment, da ist gar nicht jemand anderes. Also ich behandle eigentlich mich selber oder ich beklinge mich selber sozusagen. Ja. Oder wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dass es manchmal so kurze Momente sind von, ich rede mit mir selber. Und auf der einen Seite fühlt sich das dann total still an und auf der anderen Seite ist, da kommt dann manchmal so ein leises Bedauern oder so eine Traurigkeit, dass es eigentlich nur mich gibt. Also Traurigkeit, dass es nur dich gibt. Ja, also dass also eigentlich alleine, dass es sonst nichts gibt so. Und das ist schon die Story. Ja. Das ist schon das Ego. Das fängt dann schon das Ego wieder zu interpretieren. Das Ego versucht, das zu verhindern. Ja. Da ist diese grenzenlose, also wir machen das jetzt symbolisch, es gibt nur Einheit. Dass das Ego das macht, ist auch Einheit. Ja. Aber um zu erklären, trenne ich es jetzt mal. Die Einheit entfaltet sich scheinbar. Und das Ego versucht es zu verhindern. Achso, das wird schon mal machen. Ich gebe dir ein Beispiel, dann verstehst du das sehr gut, ja? Und zwar, ich habe damals mit 21, ich wusste nicht, dass es Buddha gibt, ich wusste gar nicht, ich wusste auch nicht, was dass es Meditation gibt, ich wusste gar nicht, was das alles ist. Ich liege im Bett abends, gehe schlafen, wache nachts auf und kriege Panikanfälle, weil ich habe wahrgenommen, ohne zu denken. Der Raum war einfach still und ich habe alles gesehen. Und das war schrecklich, weil ich bin gewohnt, bla 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 bla, ich nehme wahr, ich bla 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 bla. Und auf einmal war da reines Betrachten. Und das war so schrecklich, so gruselig, dass ich Angst bekommen habe und dann Fernseher, Radio, alles angemacht habe. Und ich habe gedacht, irgendwie, ich werde verrückt. Und das ist mehrmals passiert, dass ich gesagt habe, ich gehe mal zum Arzt und frage mal, ob ich irgendwie ein Problem habe oder so. Das ist einfach, das war eins der schlimmsten Gefühle, die ich in meinem Leben hatte. So das Gefühl, das war einfach, ich drück's mal richtig aus, es war widerlich, es war schrecklich. Es war absolut schrecklich. Und jetzt kommt der Punkt, das wurde mir dann später klar. War da wirklich kein Gedanke und kein Gefühl mehr? Denn wenn ich wahrnehme, ohne einen Gedanken und ein Gefühl, wie kann denn dann irgendwas gut oder schlecht sein? Da ist Neutralität. Aber ich empfand es als super schrecklich. Also war da etwas übersehen worden? Und was wurde übersehen? Ein subtiles Gefühl, das das Denken erzeugte, Gefahr. Ich verliere die Kontrolle. Mich gibt es wahrscheinlich nicht getrennt von der Ganzheit. Um es mal so zu übersetzen. Das heißt, der letzte Gedanke wurde nicht gesehen. Und dann fing ein spiritueller Prozess an. Wo wäre dieses Gefühl und dieser Gedanke bewusst wahrgenommen worden, hätte man auf relativer Ebene sagen können, ach, spontanes Erwachen. Aber es wurde nicht gesehen. Und dieses Gefühl, was so schrecklich sich angefühlt hat, weil es sich bedroht gefühlt hat, hat dann ein Jahr lang versucht, nicht mehr da reinzukommen. Das ist jetzt noch interessant zu Ende zu hören.
abends kam das immer wieder, ich wach auf, das Gefühl, ich so, nein, schrecklich wieder, ich muss denken, ich muss denken, ich muss denken. Dann sehe ich Lichter, dann höre ich Flugzeugturbinen in meinem Körper, dann alles fängt an zu leuchten. Ich so, nein, irgendeiner hat mir was ins Glas getan, mein Gehirn ist kaputt gegangen oder was auch immer. Und dann irgendwann mal zufällig bewegt sich der Körper in eine Buchhandlung. Ich ziehe so ein Buch raus, wo auf einmal drin steht, der höchste Zustand, Erwachen, Einssein, Meister des Universums. Hey, da stehen genau die Sachen drin, die mir eigentlich... Das heißt, andere versuchen das ein Leben lang und bei mir passiert das einfach. Jetzt will ich das haben. Und genau dieselbe Identifikation hat sich jetzt gedreht. Dann abends, jetzt freue ich mich heute Abend wieder drauf. Er ist weg, jetzt. Nein, das ist super, das ist Erleuchtung, ich will das haben. Und dann wurde es auf einmal schwieriger. Was ich haben wollte, war nachher schwieriger. Was ich loswerden wollte, war auf einmal mehr zu dem Zeitpunkt. Und das heißt, dieses Basisgefühl von... Ich bin, da fehlt was oder gut, schlecht. Diese vielen Jahre Suche oder relativ viele Jahre Suche war einfach nur das Übersehen eines Gefühls. So, und wenn du jetzt, ich habe gesagt, jeder Mensch hat diese Lücken, weil es nur das gibt. Und wenn du jetzt dann deine Heilarbeit machst, schaltest du um automatisch in diese Lücke und dann ist da nur das. Und deswegen kannst du das dann auch und deswegen hilft das den Leuten dann auch. Wenn diese Lücke dann in dem Moment da ist und nicht das Ego das macht. Das Ego kann nicht heilen. Das Ego kann andere Leute nur noch kränker machen. Das ist eine Tatsache, auch wenn man es nicht hören will gerade. Dieses Bewusste, das letztendlich bringt die Taten hervor, die auch wirklich heilen können. Weil Betäuben ist nicht heilen, ne? Müssen wir auch ganz klar sagen. Und in diesem Moment dann, wo diese Lücke da ist, kann es sein, dass dann die Anteile nach oben kommen, wie ich es ja die ganze Zeit hier sage. Hier ist Seligkeit in diesem Raum, aber auch die Anteile kommen hier hoch. Deswegen sitzen manche hier glücklich und eine Sekunde später sitzen sie hier, ich beobachte euch ja. Ne? Ich sehe ja die Gestiken, wenn ihr mit die Hände kaut oder was auch immer, ich sehe das alles. Ne? So, wenn ein Bein zappelt oder das Gesicht hier anfängt zu spannen, ich schaue halt genau hin. So, und in dem Moment, wo dann diese Anteile kommen, was willst du damit? Dann weißt du doch gar nicht mehr, wer du bist. Dann weißt du nicht mehr, wo du wohnst und wer deine Familie ist. Außerdem ist das doch langweilig. Und dann kannst du auch bestimmt nicht mehr in den Urlaub fliegen. Dann musst du irgendwo auf dem Berg sitzen und nur Sojabohnen essen. Das heißt, es wird alles, also falls das einer gerne macht, kann er ruhig weitermachen. Es wird dann alles versucht, da rauszukommen. Und was ist die Lösung? Was ist die Lösung, wenn das passiert? Nichts. Dann ist da einfach Stille, Weite. Da ist noch ein Ich, das Wow sagt und es gern behalten will. Und dann kommen Ich-Gedanken, die einen da rausholen wollen, die sagen, gefährlich. Nee, hast du keine Zähne mehr im Mund. Ganz gefährlich. Das wird wahrgenommen, bewusst. Und alles, was bewusst wahrgenommen wird, ist Bewusstsein. Und dann ist da nur noch Bewusstsein, das sich selbst nicht mehr bemerkt. Alles, was ist, ist Bewusstsein. Und dann sagen die Leute, boah, das ist ein Guru. Und der weiß nichts davon. Die Leute interpretieren das. Der wahre Mensch weiß dann nichts mehr davon, dass er ein Mensch ist oder ein Heiliger oder was auch immer. Das wäre dann die Lösung einfach. Die Lösung ist ja hier dauerhaft am Passieren, 2,5 Stunden. Ihr fühlt den Frieden, ihr fühlt die Widerstände bewusst, die ihr sonst immer unterdrückt. Und am Ende fühlt ihr, da ist jemand, der den Frieden fühlt. Und dann ist er nur noch Frieden. Das ist hier der scheinbare Prozess, der automatisch passiert. Egal, ob wir lachen oder über Kochrezepte uns austauschen. Wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, es gibt nur das Sein, alles ist das, nichts ist hier passiert, wo ist der Unterschied? Wie? Es gibt ein super Rezept. 2 Eier, 2 Bananen. Kakao und ein bisschen Natrium. Das zusammen mischen, hast du einen super Kuchen. Echt, wirklich, ist wirklich super. Ich kenne Leute, ich will jetzt keinen Namen nennen, die zeigen mir immer nachts vorm Einschlafen auf YouTube solche Kuchenrezepte. Und sag mal, warum? Um die Uhrzeit. So jetzt vorm Schlafen gehen. Mach doch sowas mal mittags, statt abends immer zu zeigen. Dann ja, so schön mixen, dann wird das Schokolade, dann backen die das, dann schneiden die, dann zeigen die noch mit der Gabel, wie das drin cremig ist.
Und was träume ich dann? Aber das Gute ist, man hält dann die Figur, wenn man im Traumkuchen ist. Das ist gut. Deutsche Vita. Weihnacht. La Deutsche Vita, genau. Genau, ja. Deutsche Vita. Das süße Leben. Also in der Stille fehlt nichts, die ist da. Und jetzt kannst du prüfen, fühlst du die, hast du die, bist du die? Sind die anderen Sachen getrennt, die dich da rausreißen wollen? Kann man dich überhaupt da rausreißen? Ist nicht das Gefühl, rausgerissen worden zu sein, dasselbe wie das? Findet nicht alles in diesem Raum statt, der nicht verschieden ist von dem, was in ihm stattfindet? Gibt es wirklich ein Fühlen von Sein und ein Nicht-Fühlen von Sein? Kann man wirklich erfolgreich oder nicht erfolgreich hier drin sein? Gibt es wirklich Fortgeschrittene, die dem näher sind? Ist wirklich jemand aufgewacht? Passiert wirklich was im Raum und Zeit? Oder ist das nicht nur dieses stille Vibrieren, das keine Erfahrung ist? Das sind so die Fragen, die man hier fühlend, sehend klar sein lassen kann. Und egal, ob man das tut oder nicht, es ist bereits so. Ihr könnt nur glücklich sein, weil das Sein so ist, wie es ist. Und ihr könnt nur leiden, weil das Sein so ist, wie es ist. Und jetzt wird überlegt. Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Und dann kommen die Gedanken auf die Idee, nein, ich höre jetzt auf nachzudenken. Und schon wieder Identifikation. Nachdenken ist falsch. Bewusst nachdenken wäre Einheit. Alles, was man falsch macht, bewusst falsch machen, das wäre Einheit. Das Richtige tun wollen, das Falsche lassen wollen, ist identifiziert sein. Alles so lassen, wie es ist, und bewusst sein, ist Einheit. Nur dann gibt es kein Ich mehr, das jetzt bewusst alles wahrnimmt und sein lässt. Da ist nur noch dieses Bewusste sein lassen, aus sich selbst heraus. Das sind immer wieder so kleine Impulse, die ich sage, immer wieder so als Erinnerung. Beginnt das Hatha-Yoga-Programm, ne? Kenn ich nicht. Also ja. Oh nein. Nein. Danke für die Information. Ein bisschen nett sein, dann bist du ja egal. Ich wollte ein bisschen nett sein, ist aber egal. Ich mag die spirituellen Menschen. Auch loslassen. Lieber der Witz, oder was? Nee, vergiss es, alles gut. Einheit, Energy, alles ist Energy. Alles ist Energy. Ja, mein Freund, jetzt sehen wir uns. Patrick, jetzt sehen wir uns durch die Scheibe. Ja. Auch nur eine interessante Erfahrung. Ja, genau. So wie so Straßvollzuganstalt, so durch die Scheibe. Guck mal, Telefon, nimm mal das Telefon auf. Wie bist du da hingekommen? Zu viel Satz an.
Ah ja, schon mal gut. Wann bist du wieder draußen? Genau. Nee, nein, nein, guck mal, ich übe schon mal für den Herbst. Das sind die neuen Maßnahmen. Die Schutzmaßnahmen. Ne? Weil drumherum passiert ja eh nichts. Es geht ja nur um dieser Stelle da. Ist schon eine geile Zeit, ne? Dann kriegt jeder so eine Scheibe jetzt. Jeder hat eine eigene Tür, hier so halten. Jeder kriegt ein Papamobil. Ein was? Ein Papamobil. Ja, stimmt. Was ist das? Das ist mit Scheiben, ein Auto mit Scheiben, wo du oben rausgucken kannst. Auf jeder Seite hast du eine Scheibe. Oder passt. Ja, genau. Ach so. Ja, genau. Ja, mir haben sie so ein Auto noch nie angeboten. Damit er nicht von Bieren erschossen werden. Ja. Oben ist auch dann keine Scheibe. Doch, doch. Es ist überall. Also, da steht quasi und vor ihm, seitlich von ihm, hinter ihm ist eine Scheibe. Aber oben nicht, ne? Ah, oben. Nee, oben vielleicht nicht. Weiß ich nicht genau. Kugelsicher. Ja. Kugelsichere Luft. Ja, da siehst du mal, wie beliebt man ist, ne? Ja. Aber es ist ja egal. Alles Einheit. Genau. Fällt ein Stein auf den Fuß, ist Einheit. Ich pick mir jetzt noch mal jemanden raus hier. Also auf der VIP-Couch gibt es erstmal keinen. Die sind alle absolut wach und hier. Da lachst du, ne? Ja, man muss aufpassen. Ich trickse, ne? Alle sind wach und hier. Wach und hier? Was meint der Vincenzo? Kann doch nicht anders sein, ne? Wie ist denn für dich gerade? Wie geht's dir gerade? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier bin überhaupt. Mhm, okay. Ja. Das ist so selbstverständlich, ne? Mhm. Nee. Da ist alles so, wie es ist, ne? Aber es ist unbeschreiblich. Mhm. Aber es war immer so, ne? Ja. Das heißt, so das Menschsein, das ist schon das. Das auch das Suchen. Alles, was bisher du erfahren hast, ist eigentlich keine Erfahrung gewesen. Und es gab kein Du, das eine Erfahrung erfahren hat, sondern es kann nicht anders sein, oder? Ja. Hier ist auch nicht das Gefühl von. Das ist jetzt gut, nachher nicht oder Abhängigkeit. Nein, es ist einfach, es kann nicht anders sein und es ist noch nicht mal dieses Wow, sondern es ist ein Wow, so, ne? Oder? Mhm. Das ist jetzt relativ gesprochen positiver, dieses Wow, als dieses Boah, ne? Ja. Weil das Boah hat noch so etwas eines Erlebenden, ne? Ja. Eines so. Boah, ich sag euch, Leute, hier, ne? Mhm. Aber das ist so, wow, so eine milde, endlose Herrlichkeit. Das andere kenne ich auch. Bitte? Das andere kenne ich ja, auch. Ja, klar, das natürlich, ist, ja, klar. Ja. Hier wechseln auch die Frequenzbereiche als dasselbe. Wenn ich im Wald gehe, stehe vor einem Baum, ist das auch anders, als wie wenn ich jetzt durch die Stadt laufe. Mhm. Die Frequenzbereiche bleiben auch. Hier gibt es auch dieses Bumm, gibt es auch. Aber es ist dasselbe. Es ist alles dasselbe. Es ist keine Bewertung da. Wasser ist Wasser. Flutwelle oder kleine Welle, Wasser ist Wasser. Aber die Frequenzbereiche wechseln. Man kann sagen, so wie die Formen scheinbar wandeln, wandeln auch die Frequenzbereiche. Aber es ist immer dasselbe. Es ist ja auch immer dasselbe Gold, aus dem du neuen Schmuck machst. Aber die Schmuckstücke scheinen sich zu verändern. So ist es dann mit den Formen und den Frequenzbereichen. Da kann ich noch auf relativer Ebene was Schönes sagen. Das, was ich heute im Leben, in meinem Umfeld erfahre, sind die alten Wünsche,
Und die alten Wünsche, die ich heute als erfüllte Realität erfahre, repräsentiert schon den Kontrast zu dem, was ich mir jetzt wünsche. Das heißt, du bist in diesem ewigen Prozess von das heutige Erfahren sind alte Wünsche und jetzt sind es der neue Kontrast für die neuen Erfahrungen, die auch jetzt kommen. Das war mal so relativ gesprochen. Das ist natürlich alles dasselbe, Einheit, aber nur mal so erklärt. Und so ist das Menschsein ein ewiges Schöpferischsein mit wandelnden Frequenzbereichen, die als Gegenpol die wandelnden Formen haben. Ja, schön, das kann nicht anders sein bei deiner Aussage. Schön, sehr schön, genau. Ich würde gerne mal versuchen, was zu erzählen von ja. mir. Ja. Das fällt mir ein bisschen schwer. Ich habe meine Situation gehabt, also mein Papa hat sich das Leben genommen und ich hatte einen spirituellen Lehrer und ihn hatte ich damals darauf angesprochen, was das für eine Bedeutung hat auf dem spirituellen Weg, weil es mich so weggerissen hat. Und ich hatte mich gefragt, was das für eine Bedeutung hat. Und ich habe eine totale Ablehnung erfahren. Und eine Ablehnung gegen ja, was? Also ich war halt so geschockt über diese Situation und habe das so berichtet. Ja. Und die Antwort war keine. Also eine Art Ablehnung als ja. Antwort. Das. Okay, ja. Jetzt habe ich verstanden, ja. Und ich frage mich immer wieder, weil es begleitet mich immer wieder, war das eigentlich schon die spirituelle Antwort? Und ich habe es nur noch nicht verstanden, weil ich will es ja verstehen oder ja, ich suche was. Es gibt keine spirituelle Antwort. Und es gibt keine spirituellen Meister. Es gibt nur das, was du bist. Und das ist, was ist. Punkt. Auf relativer Ebene als Menschsein ist es halt natürlich, dass es Prozesse gibt, die verarbeitet werden. Das heißt, verarbeitet wird nicht nur auf körperlicher Ebene, auch auf psychologischer Ebene und so weiter. Das Menschsein ist ein ewiges Regulieren und Wandeln, das mit sich selbst interagiert und das Einheit ist. Und da ist es halt so, wenn so ein Ereignis passiert, ist es ganz klar, dass das natürlich sich nicht gut anfühlt. Und das muss auch so sein, wenn bei mir Dinge in meinem Umfeld passieren, die in diese Richtung oder irgendwie generell unschön sind, fühle ich Trauer. Fühle ich eine Art Traurigkeit. Und ich fühle sie sogar stärker als manche andere Leute, weil ich keinen Widerstand dagegen leiste. Ich kann mir auch alle Gefühle leisten, weil ich weiß, was alle Gefühle sind. Einheit. Ich bin Gott sei Dank auf relativer Ebene gesprochen, nicht identifiziert und muss dann den Superguru spielen, der nicht mehr leidet, sondern ich weiß, was Leiden ist und deswegen kann ich mir Leiden nach wie vor leisten mit wachsender Begeisterung. Und so erfahre auch ich meine Höhen und Tiefen, weil Seligkeit nicht übel ist. Und so ist es ganz normal, dass bei einem Menschen, jetzt bei dir, das Sein als Mensch sein, wenn dann dieses in der Familie passiert, dass du traurig bist. Und es ist auch normal, dass wenn man dann darüber reden möchte, dass das auch dann gut tun kann, wenn man das richtige Gegenüber auch dafür dann hat, ne? Was am besten nicht träumt, spirituell und erwacht zu sein. Das hätte dann Vorteile. Eventuell. Eventuell, weil du hast das ja so gebraucht, dieses Gefühl von Ablehnung, weil nichts passiert umsonst. Die Mauer, die fällt, wird zur Straße. Du ziehst immer das an, was passt. Würde es nur Menschen geben, die so reden, wie ich rede, hätten viele Töpfe keinen Deckel. Weil jeder braucht verschiedene Erfahrungen, um zu erkennen, dass es keine Erfahrung gibt. Und so hast du bekommen, was du gebraucht hast und jetzt bist du hier. Und hier zeige ich dir, dass es kein Hier gibt, dass es nur das gibt, wo nichts fehlt. Und was ich dir dann nicht zeigen, aber was ich dir nahelegen kann, ist, diese Gefühle, na, wo sicherlich noch viele da sind, oder vielleicht auch wenige oder vielleicht auch gar keine, aber sagen wir, da wäre noch irgendetwas, was nicht verarbeitet ist, das würde ich einfach bewusst
fühlen, ohne es manipulieren zu wollen in Bezug zu einer Geschichte. Das heißt, wenn da Traurigkeit ist, würde ich die einfach sein lassen. Ich würde nicht so machen wie, da ist jemand gestorben, Trauer, nein, es gibt keinen Tod. Das ist Heuchlerei. Das Menschsein ist das Menschsein. Wenn Trauer kommt, dann ist man traurig. Dann sollte man das nicht mit spirituellen Konzepten versuchen wegzuschieben. Und wenn man vielleicht Schuldgefühle hat, dass es passiert, weil ich vielleicht nicht gut genug war, weil ich vielleicht nicht ein guter Sohn oder eine gute Tochter war, dann würde ich das auch nicht spirituell wieder kaschieren und sagen, ja, das ist auch nicht meine Aufgabe. Nein, ich würde wirklich alles, was kommt, auch wenn man merkt, es ist nicht richtig oder ich will nicht das Wort Quatsch sagen, ne? Aber es ist einfach Blödsinn, so zu denken. Ich würde es trotzdem exakt so annehmen und ausführen, weil das Ego kann sich das nicht leisten auf dem spirituellen Weg. Das Ego will immer strong und stark und bewusst und heilig sein. Und das Sein ist seine Schöpfung. Ich wiederhole, das Sein ist seine Schöpfung. Das kann sich alles leisten, weil das alles ist. Und so, jetzt oder nie, ist alles möglich. Die sogenannten ungefühlten Gedanken und Gefühle, die wir gerne auch als Trauma so darstellen, das ist ja auch ein Begriff, der hat seinen Platz, jetzt oder nie kann man es ausfühlen und sein lassen. Dann ist man auch nicht mehr abhängig von guten Gesprächen. Es gibt Menschen, die sind unsensibel. Es gibt Menschen, die sind voller Konzepte. Und die wollen dir erzählen, nur wenn du so, so und so, dann kannst du. Du selber bist frei und unabhängig. Du kannst einfach irgendwo auf den Berg gehen und dich ausweinen. Bewusst und fertig. Ich glaube niemandem, wenn mir einer was erzählt. Was ich nicht selber prüfen kann, weiß ich nicht. Das ist so die relative Einstellung. Wie Buddha so schön sagte, du musst es selber prüfen. Ich könnte dich anlügen, hat Buddha gesagt. Würde viel Leid in der Welt erspart sein, wenn Menschen nicht alles glauben, nur weil jemand eine Feder auf dem Kopf hat. Ja gut. Wie geht's dir jetzt? Gut. Tschüss. Da habe ich eine Frage. Also wenn du sagst, die Gefühle sozusagen kommen lassen, angucken, was da ist, da sein lassen. Ja. Aber kommen die dann einfach so? Also ich habe jetzt, meine Erfahrung ist so, dass bei mir sich einiges zeigt, gar nicht, das war mir vorher gar nicht bewusst, und das ist dann durch die Meditation gekommen. Und auf einmal war es da. Ja, genau. Also das fand ich dann so für mich ganz hilfreich. So. Genau. Ja. Sie kommen einfach. Durch Meditation oder nicht. Das heißt, wenn bei dir es jetzt, nehmen wir mal das Wort ansteht, dass jetzt bei dir das Bewusstsein klar wird, dann kommt das automatisch hoch, was jetzt gerade in Bearbeitung steht. Und das kommt von selber. Und wenn du es aber suchen gehst, weil du meinst, es kommt nicht genug, dann ist es das, was gerade auftaucht, dass du das Gefühl hast, es kommt nicht genug, ich muss es suchen gehen. Dann ist das, was bearbeitet wird. Okay. Und wenn ich jetzt meditiere, klappt das bei mir, schweres Wort, noch besser, dann ist es das, was gerade ansteht, bereinigt zu werden. Der Unterschied ist nur die Verwechslung der Ebenen. Die Verwechslung der Ebenen ist, wenn es von selber kommt, es kommt, es wird bereinigt. Wenig Identifikation. Es kommt gerade nichts, vielleicht müsste ich es provozieren. Starke Identifikation. Ich mache Meditation und es hilft mir, weil es kommt dann wirklich mehr. Noch stärkere Identifikation. All diese Dinge deshalb nicht tun, noch stärkere Identifikation. Die Dinge aber einfach weiter so machen, keine Identifikation mehr. Das heißt, es kommt direkt oder indirekt, dass du dich dann hinsetzt und meditierst. Weil, warum ist das so? Es bedarf einer Anhebung des Frequenzbereiches, um überhaupt zu merken, dass da etwas ist. Genau. Es gibt ja Menschen, denen sagst du, der Sinn des Lebens ist glücklich sein und Selbsterkenntnis und Meditation oder wie auch immer kann helfen oder es gibt nur das. Sagen die, was für ein Blödsinn. Ich fahre jeden Tag fliege nach Mallorca, trinke einen Eimer aus und bin glücklich. Was redest du da? So.
da ist der Frequenzbereich noch nicht da, um das zu bemerken. Die Leute kommen dann so zu dir, ich bin glücklich, das siehst du doch. Die merken aber diese Spannungen nicht, ist symbolisch im Gesicht. Ja. Die merken nicht, dass sie schimpfen, dass sie da manchmal am Fenster stehen und denken, Scheiße, jetzt bin ich schon 30 Jahre. Kann ich schon abzählen, wie oft ich noch Weihnachten erfahren kann. Die merken das aber nicht in diesem Moment. Ja. Die sagen, ich bin glücklich. Alle 4 Jahre mache ich dies, leiste ich mir das, kaufe ich mir ein neues Motorrad. Oder die Frau, ich habe eine neue Einbauküche, da gehen die Schubladen von selber zu. Das reicht doch im Leben. Die merken das nicht. Mhm. Und dann irgendwann mal 10 Scheidungen, ja, der 11. Mann, der wird mich glücklich machen. So, die merken das nicht. Und irgendwann mal bemerken sie es. Es war, mein Leben war immer gut, ich war so glücklich früher. Und jetzt auf einmal habe ich mit diesem blöden Meditieren angefangen und da kommt nur Leid hoch. Mhm. Nein, das war schon immer da, nur du hast es nicht bemerkt. Ja. Und dann kommt es direkt hoch oder, wie du sagst, durch bestimmte Maßnahmen indirekt. Aber du bist nicht diejenige, die das bemerkt und du bist nicht diejenige, die mit Meditation nachhelfen kann. Mhm. Das ist alles der Selbstläufer als das Sein. Mhm. Alle Wellen sind das eine Wasser, das sich bewegt. Da ist nur diese Stille, wo nichts fehlt. Mich nicht zu verstehen ist Einheit. Dass nicht das passiert, was ich sage, ist Einheit. Hier kann keiner erfolgreich sein. Alles, was ich gemacht habe, ist Einheit gewesen. Sonst würde ich euch doch so einen Bauplan geben. Leute, morgens eine Banane essen, dann Yoga, dann das, dann noch einen Kopfstand. Dann würde ich euch doch hier Zettel verteilen. Kriegt ihr einen Stempel? Dann würde ich euch doch zeigen, wie es geht. Dann würde ich sagen, man kann nur aufwachen, wenn man das tut, was ich sage. Dann würde ich so reden. Und jeder, der ein bisschen Energie fühlt, ist sofort erwacht. Mhm. Unglaublich. Pick mir noch jemand raus, das ist Sabina Kirsche hier. In der Schule. Ja, stimmt, so bei Physik oder so hat man auch immer hier die Jalousien gemacht, wenn man besser auf den Projektor gucken kann. Dann habe ich mich immer beschwert beim Lehrer. Ja, ich kann ja so gar nicht mehr rausgucken, wenn sie das runterziehen. Ja, aber eine schöne Zeit, die Schulzeit. Wo warst du in der Schule? In welchem Land? Ja. In Deutschland. Das heißt, ich habe italienische Wurzeln, bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ja, nee, es ist eine wichtige Frage. Sie ist Lehrerin. Ja, nein, das ist wichtig. Das muss ich mir notieren. Ja. Das wird sich auswirken auf die Präsenz. Genau. Es scheint also gut zu sein, in Deutschland zur Schule zu gehen. Nein. Der Witz ist, dass sowieso das alles so gemischt war. Ja, Italienisch habe ich dann so gelernt, durch die Familie dann, ne?
nicht in der Schule. Daher kann ich besser Deutsch als Italienisch, weil ich in der Deutschen in der Schule war. Ich kenne ja nicht alle Wörter aus Italien, in der italienischen Sprache. Wenn du da nicht in der Schule warst und da nicht aufgewachsen bist, dann klar, dann ist das nicht die Muttersprache. Ne? Kennst du nicht alle Wörter? Aber die wichtigsten kenne ich. Okay, gut. Das Lustige ist, ich wollte dich gerade ansprechen. Ich wollte mir jemanden rauspicken. Ne? Ich wollte gerade dich ansprechen. Aber da hast du schon mich rausgepickt. Noch irgendwas wissen willst, kannst du sagen. Was, welche Friseur oder welche. Was gibt es noch Interessantes? Gelmarke. Hm? Gelmarke. Das würdest du gern wissen. Ne? Das würdest du gerne wissen. Das ist Geheimnis. Ja, er benutzt auch hier. Ne? Ja, wenn ich nichts rein tue, dann habe ich so Haare. Bei mir sind die alle so am Fein und voller Wirbel. Dann so ein Kopf. Dann. So, ich habe noch jemand im Visier. Aber das Interessante ist, sie wollte das wirklich wissen. Ne? Mhm. Ich überlege jetzt gerade so geheim, warum wollte sie das wissen? Warum ist das interessant? Aber sie notiert sich das wirklich. Das glaube ich nicht. Ja, also so im Kopf. So, zack. Im Kopf. Sie hätte es nicht gefragt, wenn es nicht. Nein, weil du hast einmal gesagt, du hättest erst mal im Süden von Luxemburg. Hast du irgendetwas gesagt? Ja, genau. Ich wollte wissen, was du da gemacht hast. Ja, genau. So. Ich bin da früher oft hingefahren, habe da auch gut gegessen. Arsch. Französische Küche. Okay. Ja, ich spreche mal Französisch in diesem Teil. Luxemburg ist ja Französisch die Sprache, ne? Auch, ja. Auch, ja klar. Ja, und Luxemburgisch, das ist ja so eine Gemischung. Mhm. Nein, weil meine Familie da. Genau, an der Grenze, Trier, Luxemburg, das ist alles da an der Grenze. Und da bin ich früher halt sehr oft gewesen. Da kenne ich das da ganz gut. Und ja, so ein bisschen gemischt bei mir in der Familie alles. So halb, Viertel, nochmal Viertel und so. Und dann so verschiedene Anteile drin. Aber ich habe hier noch jemanden. Wie ist es denn bei dir? Wie geht's dir gerade? Ja, gut. Gut? Gut. Und wie geht's deinem Mann? Ich frag doch, weiß ich doch nicht. Ich sehe ihn immer am Lächeln, am Strahlen. Ich interpretiere das nicht. Ja, gut. Das heißt, meine eigentliche Frage ist, wenn wir jetzt mal weglassen, ne, diese ganzen Dinge, die wir andeuten, die ja sowieso alle nicht stimmig sind, ne? Sein und Stille und Freude, ne? Lassen wir das mal alles weg, ne? Dann ist ja hier diese Neutralität und das ist ein Wort für Gewahrsein, oder? Weil du weißt ja, dass du hier bist, ne? Du nimmst ja deinen Körper wahr, du nimmst alles war, was in dir vorgeht, was außerhalb von dir vorgeht. Und diese Qualität von Wahrnehmung, die ja einfach da ist, die selber hat ja kein Problem, irgendwas wahrzunehmen, richtig? Ne? Egal, was wahrgenommen wird. Und jetzt kommt meine Frage. Wenn diese Qualität jetzt etwas wahrnimmt, was sich nicht gut anfühlt, dann färbt das ja nicht auf die Wahrnehmung ab, oder? Nein. Ne? Das heißt, der Spiegel wird ja nicht dünn, wenn da ein dünner Mensch vorsteht, oder? Das heißt, der Spiegel bleibt immer der Spiegel, ne? Neutral. Das heißt, diese neutrale Wahrnehmung wird nicht verfärbt durch das, was es wahrnimmt. Weder Glück noch Unglück, ne? Das ist so neutral. Und wenn diese neutrale Wahrnehmung jetzt alles bewusst wahrnimmt, und das passiert ja jetzt gerade automatisch, du nimmst ja jetzt bewusst gerade alles wahr, dann ist es ja so, wenn was wahrgenommen wird, was sich nicht gut anfühlt, dass es auch weiterhin sich nicht gut anfühlt. Erstmal. Vielleicht, ne? Kann eine Sekunde, kann auch noch eine Stunde sein, ne? Und da ist dann etwas Unangenehmes, aber dadurch, dass es bewusst unangenehm ist, ist ja schon eine andere Qualität da.
so, hier kommt gerade was hoch, das wird wahrgenommen. Ich bin damit nicht identifiziert, aber ich spüre die Auswirkung. Und man spürt, die Qualität ist jetzt schon anders und etwas beginnt sich subtil oder langsam zu verändern und zu heilen. Ist das so? Ja. Genau. Und so hast du ja auch nicht mehr das Gefühl, dass irgendwas schief läuft, richtig? Weil du merkst ja, wenn nichts hochkommt, wird es sehr angenehm. Und wenn was hochkommt, ist es bewusst unangenehm. Und beides hat eine Qualität von, hier ist etwas, das unabhängig ist, das frei ist und das gerade sich scheinbar reguliert. Mich stört nie das, also eigentlich nicht das, was da ist, das stört mich gar nicht. Also das, mein Problem wäre das, was nicht da ist. Also ich würde immer die Freude suchen. Genau, so, ne? genau. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Mit dem, ja. was da ist, habe ich gar nichts, ne? Das ist genau. Alles okay. Die Freude. Ja, genau, ich denke, genau. Ja, und das ist genau das Missverständnis, das ist das, was ich dir zeigen will, ne? Weil ich beobachte dich natürlich auch, und zwar, dass du bewusst wahrnimmst, was passiert, lässt immer mehr klar sein, dass das, was bewusst wahrnimmt, etwas ist, wo nichts fehlt, und das Drumherum wird sich dem anpassen, weil es schon das ist. Das ist geklärt. Jetzt ist aber etwas, was nicht bewusst wahrgenommen wird. Und das ist, ich warte auf Freude, die ist noch nicht da. Und das wird geglaubt. Und dann ist es auch nicht da. Und dann ist da so eine Art Grübeln oder Enttäuschtsein. Und das kann man natürlich auch wahrnehmen, dann ist das auch wieder gut. Aber irgendwie bereinigt es sich ja nicht. Es bleibt ja dauerhaft so. Weil wenn du ein Teil übersiehst, bleibt die Platte so lange auf Replay, bis du es gesehen hast. Und dann kommt die neue Platte. Dann geht's weiter. Das heißt, dieses Gefühl bewusst wahrnehmen, da ist keine Freude. Und wir beide, wenn du möchtest, können das mal kurz ein Spiel, ein Experiment machen. Hast du Lust? Ja? Gut. Und zwar kann auch wieder jeder mitmachen. Das ist, also, wir reden ja relativ, ist ja eh nichts passiert. Lass dich nicht anstecken hier von dem Virus. Gut. Oh, ich habe das Wort gesagt. Jetzt wird mein Video gesperrt. Also, jetzt gerade ist keine Freude da. Ich wusste es wirklich, dass es so ist. Ich habe dich extra auch später dran genommen. Ich wollte erst mal hier vorne. Perfekt. Das heißt, noch einmal. Jetzt ist ein bisschen Freude da, weil du losgelassen hast unbewusst, weil ich habe gesagt, das ist okay, so, jetzt machen wir ein Spiel zusammen. Ja gut, ein Spiel und schon hast du dich aufgesetzt und schon, ne? Ja, so, jetzt machen wir trotzdem weiter. Also, jetzt mache ich weiter, obwohl ich sehe, Freude ist also nicht da. Gut, sieht man. Freude ist da, gut. Jetzt schauen wir. Diese Erwartungshaltung, ja, ich sehe alles, es löst sich auf, da ist Neutralität, da fehlt nichts. Aber wo ist die Freude? Wo ist dieses, wo ist das? Nicht da. Egal, kann ich auch wahrnehmen. So dieses Gefühl, diese Erwartungshaltung, ne, das ist es noch nicht mal. Es ist wirklich dieses Nicht-Einverstanden-Sein, dass keine Freude da ist. Und jetzt sagst du bewusst, okay, es ist keine Freude da. Alles ist da, aber nicht die Freude. Habe ich Pech gehabt. Dann ist der Widerstand nicht mehr da, dass keine Freude da ist. Und du merkst direkt, was passiert. Jetzt ist es anders, oder? Subtil anders, ja. Genau. Jetzt dieses subtile anders. Wollen wir jetzt, dass es richtig anders ist? Wollen wir jetzt, dass richtig Freude passiert? Nein, wollen wir nicht. Denn wenn ich dir jetzt helfen will, die Freude mehr zu fühlen, weißt du, was passieren würde? Nein, passiert gerade nicht. Nee. Es würde sofort wieder blockieren.
Das heißt, ich will dir nicht jetzt zeigen, wie mehr Freude da sein kann. Ich will dir jetzt zeigen, lass es so. Aber lass es wirklich so. Nicht, ja, ich lasse es so und dann bleibt die Enttäuschung, ja, ich lasse es so und es ist immer noch so. Sondern dieses wirkliche Lieben. Und das kennst du ja von deinen Kindern. Ne? Das heißt, ein Mensch, also ein erwachsener Mann, was ist irgendjemand jetzt, da kannst du sagen, nö, wenn so ist, den liebe ich nicht bedingungslos. Als Beispiel jetzt irgendjemanden, den kann ich nicht bedingungslos lieben, wenn er mich so schlecht behandelt. Aber wenn die Kinder mal etwas machen, was sich nicht gehört, die liebt man trotzdem. Man verzeiht ihnen alles, weil man sie über alles liebt. Ne? Ich sage das für dir als Mutter jetzt, du weißt, was ich meine. So. Genauso könntest du mit diesem Gefühl jetzt umgehen. Das heißt, dieses Gefühl nicht wie jemand Fremden behandeln, nö, wenn ich hier keine Freude fühle, das vergebe ich nicht und dann bin ich jetzt hier beleidigt. Sondern wirklich wie dein eigenes Kind, ja okay, du tust mir gerade irgendwie was Unangenehmes, aber ich kann nicht anders als dich lieben und zulassen. Dann wird dieses Gefühl sich auflösen. Das heißt, mein Ziel ist es nicht, dass du mehr Freude erfährst, mein Ziel ist es, dass du jetzt diese Unfreude bewusst wahrnimmst. Dann wird es immer subtiler und offener. Ich habe ja auch schon manchmal, naja, das ist wahrscheinlich auch nur so eine Gegenargumentation, ne? Dieses, naja, das ist eben nicht meins. Ne? Das ist halt nicht meins. Ja, das sind die Storys. Das ist nicht meine Art. So, ja. Ist eben nicht. Ja, es ist nicht meins. Das ist auch nur, wahrscheinlich nur die. Ja, da kannst du dir mal merken, es ist nicht Mainz, aber es ist auch nicht Frankfurt. Das bedeutet, es geht hier einfach um die Klarheit. Die Klarheit interessiert sich nicht für Städte. Das heißt, du weißt nicht, was deins ist. Du weißt gar nicht, wer du bist. Ja, es war so ein Versuch, sich damit anzufreunden. Also, ja. Aber es gibt einfach keine Identifizierung, die dem näher kommen kann. Die Identifizierung ist das Hindernis. Das heißt, wir müssen hier wirklich allem entsagen, aber das ist nicht etwas, was wir tun können, sondern wir machen genau das Gegenteil. Einfach das Gegenteil. Das Ego ist logisch, wir sind unlogisch, relativ gesprochen. Das heißt, da ist einfach das Bewusstsein von, ich möchte Glückseligkeit und die ist nicht da. Ich nehme wahr, was ich nicht bin, ich bin in Frieden, aber mir reicht das nicht. Ich will Seligkeit haben, Punkt. Und die ist nicht da. Jetzt bin ich enttäuscht. Das so bewusst fühlen, nicht wegdrücken, nicht das kaschieren, sondern bewusst fühlen, ich bin enttäuscht. Und dann schau, was passiert. Weil gut fühlen kann man nicht tun. Gut fühlen ist die Konsequenz, dass man das, was sich nicht gut anfühlt, bewusst sein lässt. Das kann man aber nicht tun, bewusst sein lassen. Weil du Sehen nicht tun kannst, weil Sehen schon ist. Verstehst du, wie hauchdünn dieser Faden ist, den ich dir zeige? Die anderen haben keinen Vorteil, wenn sie hier sitzen. Wow, boah, super. Die sitzen noch in 100 Jahren hier. Boah, super. Solange da ein Fühler ist, ein Zentrum ist, ein Erfahrender ist, wo ist der Unterschied? Ich fühle gar nichts, ich bin enttäuscht oder ich fühle Energy ohne Ende und bin glückselig. Beides sitzen im selben Boot. Im Tiefschlaf sind sie beide nicht da. Oder sie wissen nicht, was Tiefschlaf ist. Das, vor was ich hier spreche, es gibt nur Bilder und Stühle und Lampen. Na gut, na schön. Noch 20 Minuten. Countdown läuft. Ich würde noch was anmerken zu dem, was du gesagt hast. Das hat mich berührt. Ich bin halt so. Ich bin das. Ich glaube, dass ich halt keine Freude habe. Mhm. Das habe ich auch, spüre ich auch so eine Art Resonanz oder kenne das, dass ich das glaube. Ich bin das. Ja. Also ich bin der, der keine Freude hat. Mhm. Genau, ja. Und das ist ja eine Identifizierung mit dem, dann ist es halt so. Genau. Stell dir einfach vor, das, was alles wahrnimmt, ist Freude. Und du kannst ja nur das wahrnehmen, was du provisorisch nicht bist. Ich habe keine Freude. Wird wahrgenommen von Freude.
Aber das merke ich nicht. Genau. Weil Identifikation gerade passiert. Das, was Freude ist, identifiziert sich mit dem, was keine Freude ist. Und ich merke es nicht, wird dann gesagt. Und hier ist dann einfach die Kunst, okay, hier ist eine Wunde und sie wird zuheilen. Desto weniger ich dran rumfummel, desto besser heilt sie ohne Namen. Und das ist die Kunst. Wir kriegen heute immer beigebracht, hast du irgendwas? Kauf dieses Produkt, mach dies, mach das, das hilft. Nicht einmal heißt es, ich habe Langeweile. Ja komm, ich kaufe dir ein neues Spielzeug. Nein, wenn du Langeweile hast, ja, dann lern mal damit umzugehen. Setz dich mal hin und langweil dich. Wirst du überleben. Und dann lernst du damit umzugehen. Man lernt ja schwimmen im Wasser, nicht auf dem Land, oder? Ich weiß relativ gesprochen, was Leid ist. Ich weiß das. Aber jetzt sage ich Danke. Das ist das Ziel, dass man hier sitzt, ist das Ziel. Das ist nicht eine Zwischenstation. Das mache ich jetzt, bis ich es nicht mehr brauche. Das hier ist das Ziel, das ist das Leben. Das Sein, Seligkeit, die Schöpfung, hier als in einem Raum sein. Und wie geht's dir heute? Oder jetzt? Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also es taucht sehr viel auf. Ja. Und nach dem, was du mir gestern gesagt hast, achte auf die Gefühle. Ich weiß nicht, gestern oder vorgestern. Ja. Und ja, es wird immer mehr. Mehr intensiver. Ja. Merkst du da, dass das relativ gesprochen positiv so ist? Oder denkst du eher, dass hier irgendwas nicht stimmt? Nein, das ist okay, so wie es ist. Genau, weil ich hatte ja gesagt, wenn du bei den Gedanken bleibst, die sind wie, es ist so, als ob du die Blätter gießt. Ne? Die Emotionen, ne? Die treiben letztendlich die Blätter an, ne? Die Gedanken an, die Wurzeln. Das heißt, wenn du dieses negative Gefühl einfach fühlst, dann spielt es keine Rolle, was du denkst.
Und diese Gefühle, je nach Biografie, die du hast in den letzten Jahren, ist klar, ne? Dass es dann mal intensiver oder weniger intensiv sein kann. Das, was du alles erlebt hast, was in dir sich so angefühlt hat, ne? In den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren, das ist das, was du alles abgelehnt hast. Und jetzt will es anerkannt werden und dann ist es gut. Und das braucht keine Zeit. Jetzt fühlst du einfach das, was kommt, und das gut ist es. Und es ist ja nicht so, dass du erst in Frieden bist, wenn es ausgefüllt ist. Du bist ja in Frieden, während diese Dinge auftauchen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Es geht ja nicht darum, dass wir wie ein Huhn irgendwo sitzen und warten, bis ein Ei rauskommt. Ja, das ist wichtig zu verstehen, weil was ich manchmal beobachte, geht in die Richtung. Das heißt, ja, das braucht man gar nicht, das passt schon so. Das heißt, das ist ein Insider. Bitte? Das mit dem Ei ist ein Insider. Mit dem Ei ist ein Insider, ja. Genau. Auf jeden Fall. Nee, du misch dich da nicht ein. Du hältst dich also raus. Die bloß nicht angucken. Ganz gefährlich. Das heißt, ja, in den Senflößern sitzen auch viele Hühner, die auf Eier warten. Ja, die sprüten. Das heißt, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, pass auf, ich zeig dir was, ja? Wie geht's dir? Mir? Gut, es kommt viel hoch. Kommt viel hoch. Und ich beobachte es. So. Wenn er das Gefühl genau fühlt, dann sind die da, aber sie sind nicht verschieden von sein. Das heißt, das ist nicht so, wir sind ein volles Glas und wir müssen das ausleeren, dann sind wir glückselig. Das Glas selber, in dem der Dreck ist, ist Seligkeit. Dem Glas ist es egal, ob das Glas gefüllt ist oder nicht. Das Glas selbst ist Seligkeit, mit oder ohne Füllung. Und darum geht es. Es geht hier nicht um eine Sekunde. Erwachen ist jetzt oder nie. Und das Ego denkt, wenn das goldene Ei gelegt ist, dann ist es vollbracht. Nein, das Brüten ist schon das goldene Ei. Das wollte ich auch nochmal mitgegeben haben. Verstehst du den Unterschied? Weil sonst heißt es, vor 10 Jahren ist mir der Einkauf aus der Tüte gefallen und jetzt brauche ich nochmal 10 Jahre, bis ich das aufgearbeitet habe. Und bis dahin läuft es gut. Relativ nennt man das Zeitverschwendung, relativ gesprochen. Das heißt, wenn du 100 Jahre schlecht gelebt hast, jetzt, wo die 100 Jahre, die ganzen Jahre nochmal raufkommen, jetzt bist du schon das, wo nichts fehlt. Und dieses Update passiert am Rande. Das ist so, wie wenn ein Computer ein Update macht, kannst du ja trotzdem nebenbei noch vielleicht was anderes gucken oder sich ansehen oder so. Du musst ja nicht da jetzt unbedingt warten oder so. Oder je nachdem, gut, ich bin ja IT-Experte, okay. Das heißt, Tatsache ist, jetzt oder nie. Und die Dinge nehmen ihren Lauf von selber. Die Verarbeitung passiert. Verarbeitung von Gefühlen ist Seligkeit und nicht darauf warten, dass sie verarbeitet sind. Und das ist die Beobachtung. Ne? Die Beobachtung ist, da ist so ein Gefühl, das wird übersehen. Und da sind ein paar Gedanken, die werden dann schnell geglaubt. Und das ist, ja, es arbeitet. Es läuft. Das ist Illusion. Es läuft nicht. Jetzt. Glückseligkeit. Ende. Es gibt kein Warten, bis es aufgearbeitet ist. Sonst wird es nicht zu Ende gehen, weil du erfährst ja jetzt auch Dinge, die nicht sich immer gut anfühlen. Da musst du erstmal das alles aufarbeiten von früher, plus das, was jetzt noch neu dazukommt. Also wirst du nie fertig. Ja. Emotionen aber, sind Seligkeit. Ende. Aber ich, was ist, ich glaube, dass der Widerstand überhaupt zu fühlen, also der Widerstand Schmerz zu fühlen, dass der ja doch ausbremst irgendwie. Ich meine, jetzt auch in der Zeit gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, dass der schon immer
Also es ist schon, du sagst ja auch oft, der Widerstand ist eigentlich das Problem und den bringen wir ja erstmal mit alle. Den unbewussten. Ja, genau, ja, natürlich. Nicht den ja, natürlich der unbewusste Widerstand. Ja, ja, nein. Ja, wenn klar, Identifikation da ist, klar. Genau. Das ist genau. Was sehr Schönes, was du gerade sagst. Wenn Identifikation da ist, kann nichts passieren in genau. Der Hinsicht, weil da ist nicht möglich. Genau. Wenn der Frequenzbereich wechselt, dann können Impulse scheinbar wirken, weil dann kann man sagen, hey, du sitzt da, es kommt jetzt viel hoch, ich achte mehr auf die Gefühle als aufs Denken, ja, passt, aber es kommt halt jetzt viel hoch. Und das heißt für mich, ist jetzt noch nicht möglich, der Sprung, weil halt noch viel hochkommt und das muss noch bearbeitet werden. Und das stimmt nicht. Ja, das Bild glaube ich auch, das stimmt auch nicht. Aber wenn, ich sag mal, bei dem Bild mit dem Brüten, ne, ja. Ich da sitze und warte, bis ein Ei kommt, ist natürlich Quatsch. Ja, aber das ist dasselbe, was da scheinbar unbewusst aber wenn passiert. Ich merke, da kommt aber gerade ein Ei und das will raus und ich habe Angst, dass das Ei rauskommt, weil das Ei vielleicht hässlich sein könnte, dann will ich das nicht legen. Das ist halt auch scheiße. War für ein doofes Bild? Ja. Ja. Ja, der ist wirklich ehrlich. Der ist sehr ehrlich. Ja, war ein blödes Bild. Also, ich habe... Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber jetzt schau. Ja. Also, man hat ja auch erstmal Angst vielleicht, dass ein Gefühl... Also ich kenne keinen Huhn, das Angst hat, ein Ei zu brüten, weil es hässlich sein könnte. Aber das macht nichts. Ich weiß, was du meinst. Das ist Wehtun beim Eierlegen oder so. Ja, keine Ahnung. Ja, gut. Ich kann das nicht beurteilen als scheinbar nicht Huhn. Aber ich weiß, was du meinst. Manche Menschen, du willst ja im Endeffekt sagen, manche Sachen, die sind so leidvoll, man hat Angst, sie bewusst zu bearbeiten, weil ja, sie nicht einfach nur zu wehtun. Man weiß ja gar nicht, was da kommt. Man weiß ja gar nicht, ob das leidvoll ist. Und es ist einfach so eine grundgelernte Haltung. Schmerz kann so schlimm sein, ich fühle mal lieber gar keinen Schmerz. Das ist auch ein Abwehrmechanismus. Das ist ein Widerstand. Alle Widerstände sind unbeaufsichtigte Emotionen. Genau. Das muss man klar gesagt genau. haben. Genau. Und ich habe gesagt, da ist eine unbeaufsichtigte Emotion, ja. die er selber jetzt fühlen kann. Und dann ist erledigt die Sache. Und diese unbeaufsichtigte Emotion ist sowas wie, ja, es läuft. Da ja, kommt genau. viel hoch. So, das muss man fühlen, was das so reden und den Körper so atmen lässt. Dann ist es nicht so, dass das die Verarbeitung abgeschlossen ist. Nein. Aber Seligkeit ist nicht übel. Das erkläre ich. Das Glück fängt nicht dann an, wenn nichts mehr da ist. Das wäre ja Abhängigkeit. Was geht gerade in deinem Kopf vor? Nix. Reine Stille. Danke. Das ist Quatsch. Da kann ein Kopf, der, alle, bla 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 bla. Und dann hast du so einen Kopf. Und? Was geht in deinem Kopf vor? Wow! Und? Wie ist es? Ja, kann nicht anders sein. Es gibt keinen spirituellen Prozess. Es gibt nur Einheit, Seligkeit, scheinbar als spirituelle Verarbeitung von Emotionen und Gefühlen und so weiter. Nicht mehr zu warten. Heißt nicht mehr zu warten. Und das geht nur, indem man das Warten bewusst beobachtet. Also Glück hat nichts damit zu tun, dass man seine Vergangenheit aufgearbeitet hat. Glück hat damit zu tun, dass man bewusst wahrnimmt, dass die Vergangenheit gerade bearbeitet wird scheinbar. Als das Sein. Als das Sein. Das alles, was bei dir passiert, ist Einheit und nicht ein Warten auf ein goldenes Ei. Und das Huhn, das Angst hat, ein Ei zu legen, was wehtun könnte, das kann man beobachten. Das Huhn kann das wahrnehmen, dann ist es Einheit. Das Einheit-Ei. Genau. Ja, desto später die Zeit, desto besser die Gespräche. So, die letzten 4 Minuten. Jetzt haben wir die Hühner, die Eier, jetzt haben wir einiges schon. Wer hat denn das Gefühl, Erwachen ist noch nicht passiert vollständig? Ja, okay, ihr braucht keine Finger heben, aber nur mal so, wer sich angesprochen fühlt davon. Ja. Das kann man wahrnehmen.
Man kann wahrnehmen, ich sitze hier seit ein paar Tagen und es ist schön, es wird immer besser. Ah, ich verstehe, wow, da fehlt nichts. Oder, ja, ich warte noch auf das Glück. Ist egal, wie die Geschichte lautet, man ist hier. Und dieses, ja, das vollständige Erwachen ist noch nicht ganz da, ist noch nicht passiert. Hey, dieses Gefühl, dass sich das denken lässt, das kannst du jetzt bewusst wahrnehmen. Und das Gefühl, dass das bewusst wahrnimmt, dass das Erwachen noch nicht passiert ist, das ist das Erwachen. Das, was ihr wollt, ist das, was das wahrnimmt, was sich noch nicht gut anfühlt. Deswegen braucht man auch nicht warten, bis alles verarbeitet ist. Das, was wahrnimmt, dass noch nicht das eingetreten ist, was man sich erhofft hat, ist das, worauf man wartet. Aber das ist doch nicht das Fenster oder der Boden. Warum nicht? Warum ist das nicht der Fenster oder der Boden? Weil das, worauf du dich jetzt gerade beziehst, ist ja das, was nicht erfahrbar ist. Genau. So, und ja. Ah, du glaubst nur, weil du die Wand anfassen kannst, dass es eine Erfahrung ist. Weiß ich nicht, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, also. Das, was alles ist, ist keine Erfahrung. Das scheinbar als Erfahrung passiert. Das heißt, auf dieser Ebene, wenn wir da kommunizieren, kommen wir in einen Bereich rein, wo die Widersprüche logisch werden. Und der Bereich, wo die Widersprüche logisch werden, das ist so der letzte Punkt, wo der Verstand mit so kleinen Verästelungen noch hinkommt, ist, dass diese Nichterfahrung dasselbe ist wie eine Erfahrung. Und dann kommen wir wieder zu Buddha zurück. Form ist Leere, Leere ist Form. Es gibt nur die Nichterfahrung als Luftsein, als Wandsein oder was auch immer für sein. Und somit das, was die Nichtrealisation betrachtet und weiß, ist die Realisation. Und dann sind die nicht mehr getrennt. Gefühle zu verarbeiten, die jetzt stark kommen, das, was das wahrnimmt und berichten kann, ist das Vollkommene, was dann nicht mehr getrennt ist und war und sein wird von dem, was noch verarbeitet wird. Das heißt, Seligkeit ist das So-Sein, so wie es ist. Und nicht das So-Sein, das so oder so erstmal werden muss. Und das alles zu wissen, ist dieses hier, wo nichts fehlt. Das, was ich sage, ist dieses, wo nichts fehlt. Und dann kann man es auch anders sagen und es wäre nichts anders. Das heißt, so wie ich es sage, ist es nicht die einzigste Möglichkeit. Also das, wo ohne nichts fehlt und was keine Erfahrung ist, das ist aber trotzdem noch so scheinbar getrennt von dem, was sich zeigt. Das ist die Energetik. Das ist die Basisidentifizierung. Die lässt sich das so empfinden. Und bei ja, aber, das, aber auch sogar, wenn ich das jetzt so... Na, ich, sagen wir mal, halt mal so. So. Sogar wenn das gesehen wird, so, ne? Trotzdem so. Ja, weil wahrscheinlich etwas übersehen wird. Das kann ich dir aber nicht beweisen, das musst du selber rausfinden. Das kann ich dir nicht beweisen. Bestimmt wird wenn du, das wirst du selber sehen, ob da was fehlt oder nicht. Das kann ich dir nicht beweisen. Wenn du bewusst wahrnimmst, dass es immer noch so ist, wie es ist, dann ist es immer noch so, wie es ist, aber doch nicht mehr so. Das heißt, die Trennung bleibt ja bestehen. Ich habe ja auch ein Hemd an und ich gehe gleich essen und ich gehe gleich spazieren und ich reguliere. Das bleibt ja alles. Das Gefühl, ich bin nicht direkt du und das ist eine Wand und hier bin ich, dazwischen ist Luft. Das bleibt ja alles so. Aber da ist ein nicht konzeptuelles Wissen, dass es alles dasselbe ist, obwohl es weiter sich verschieden anfühlt. Und dann kann man, um zu kommunizieren, sagen, es gibt eigentlich nur die Nichterfahrung als Erfahrung. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ja, wirklich. Ein Wort, glaube ich. Nur. Ja, das letzte, eins der letzten Wörter. Es gibt im Endeffekt nur diese Stille, wo nichts fehlt. Und weil es nur die Stille gibt, wo nichts fehlt, gibt es auch weiterhin das Gefühl, dass diese Trennung zwischen dem, was wahrnimmt und was wahrgenommen wird, so bestehen bleibt. Und dann ist da ein Gefühl von Trennung, was bestehen bleibt, damit man als Menschsein funktionieren kann. Und trotzdem ist da ein nicht konzeptuelles Wissen, dass Getrenntsein auch Einssein ist.
Ah, der letzte Satz halt, ne? Den letzten Satz kannst du auch nicht verstehen. Den kann man nur spürend sein. Das heißt, man versteht ihn intellektuell scheinbar besser, wenn man das scheinbar lebt. Das heißt, du kannst nur das bestätigt abhaken, was ich sage, wenn du dafür ein Gefühl hast. Jemand, der die Präsenz nicht fühlt, kann nicht verstehen, dass ich sage, er kann es wirklich nicht verstehen. Kennst du das? Du liest ein Buch und liest eine Seite. 10 Jahre später liest du dasselbe Buch und findest Wörter, die du nicht gesehen hast, obwohl du sie gelesen hast. Das, was ich sage, kannst du nicht verstehen, wenn das Energetische nicht schon da ist. Dass das Sein Einheit ist. Und weil das Sein Einheit ist, gibt es das Gefühl, dass eine gesunde Trennung passiert. Das kann 100-mal gesagt werden. Es wird erst dann wirklich gehört und erfasst, wenn die Energetik da schon ist, dass es nur dasselbe gibt, das scheinbar als Getrenntsein weiterhin passiert, um als Menschsein sein zu können. Aber es wird nichts an der Tatsache ändern. Alles, was ist, ist Einheit, ist diese Nichterfahrung. Dieses Gefühl von Trennung bleibt bestehen, aber ist Einheit. Also so eine Intuition habe ich, aber es ist nicht... Nicht für den greifbar, solange irgendwas scheinbar übersehen wird. Mhm. Aber das ist nicht so, dass du einen Fehler machst, weil du es nicht siehst. Es gibt kein Ich, das alles sehen kann. Es gibt kein Ich, das mir berichten kann, bei mir passieren Prozesse. Ja, das wiederum verstehe ich. Oder das ist da. Genau, weil da jetzt, genau. Hier ist einfach nur dieses und fertig. So, die Zeit ist um. Wir sehen uns um 7:30. Und ich glaube, heute koche ich mir ein Ei.